Ich nehme mal an, das ist irgendeine alternative Timeline. Nö, das ist Also, vorher einfach, vor dem Film. Und ihr könnt ja I beide Englisch, oder? see. Ja, dann macht das auf Englisch. Glaubst du das Gefühl, dass der uns verarscht? Willst du Wenn er es jetzt einfach anfangen? weiterlaufen lassen würde, Wer klopft dann würde denn ich da ja an die genau, ich Tür? dachte, das wäre Herein! Hallo? Dann würde ich sie auch ernst Herein! nehmen. Hallo? Du hast beim ersten Mal auch nicht ernst genommen. Dann liegt sie ja auf der LSA. Seite. Beim Zylon-Sender heute mit Phil. Wieder da. Hallo, ich freue mich sehr. Ich bin fast vollständig genesen. Und so auch Ben. Hallo. Ich war nicht krank. Und auch nicht krank war Jan. Doch, eine Woche vor meinem Urlaub, aber das ist schon ein paar Wochen her. Okay. Keine Monate. Aber ich habe ein Kratzen im Hals. Ja, ich auch immer noch, seit ich irgendwie war. Und das geht nicht weg. Ich weiß nicht. Bestimmt kaputt. Ja, Mario ist noch nicht da, aber wir hoffen alle, das hoffen er wir alle, festgehalten, dass er noch kommt. Genau. Von einer Nur Horde. In Österreich ist halt niemand mehr sicher. Von einer Horde Österreicher. Zu viele Marios. Ja. Mal gucken, ob er noch kommt. Wir haben aber gedacht, wir haben jetzt schon 4 Stunden gewartet und fangen jetzt mal langsam an. Um in einer halben Stunde diese Folge. Nah dran, ja. Nah dran. Was ist denn so seit dem letzten Mal passiert bei euch, außer dass ihr wieder gesund seid? Klick, klick. Lass mich mal kurz in Letterboxd gucken. Ja, nicht ich so viel. Ich habe mein Auto in die Werkstatt gebracht. Und dein Windows. Ja, das habe ich auch. Ich habe Joker gesehen. Sehr schön. Ja, mein Windows ist kaputt und mein Auto ist kaputt. Oh, ich erkenne ein System. Läuft dein Auto mit Windows? Aber es hat Fenster. Naja, heutzutage kann das doch sein. Ich habe ja kein Auto, da ja, aber bin ich da das nicht Auto so drin. Ist 20 Jahre alt. Das ist auch mein erstes Auto. Windows auch. Oh Gott, wenn es dann immer, das könnte halt sein, ne? Mein Auto hat den Support von Microsoft verloren. Also, und muss deswegen wenn die Anzeigen in der Bahn manchmal so Fehlermeldungen haben, dann ist das auch nicht das aktuelle Windows. Ja, stimmt. Guter Punkt. Wie war es? Geldautomaten bis vor ein paar Jahren noch Windows XP drauf gehabt. Du kannst den Zusatz bis vor ein paar Jahren, glaube ich, ruhig weglassen. Die haben immer noch Windows XP drauf? Klar. Aber er hat doch überhaupt keinen Support Ja, und mehr. Ist doch nur Geld. Wir haben auch auf der Arbeit haben wir gerade noch ein Betriebssystem, auf dem wir ab Januar die neuen System-Updates nicht mehr aufspielen können. Das wird bestimmt alles sehr entspannt und gut gehen. Bestimmt. Da musst du nicht mehr patchen, du, da geht nichts mehr nicht kaputt. Bist du nicht für die IT verantwortlich? Hey, ja, noch. Bis Januar. Genau. Und dann macht das entweder jemand Externes okay. oder es gibt nichts zu warten, weil es gibt keine Updates mehr. Ah, okay. Und das ist nicht Windows? Doch. Ach so, weil du sagtest, doch. Das Betriebssystem, während wir vorher von Windows redeten. Ja, er hat halt, wie heißt denn das? Server 2008, keine Ahnung. Ja, okay. Ich muss ja nur dafür sorgen, dass es funktioniert, ich muss es nicht verstehen. Das ist ja schon Windows 8, glaube ich. Oder 7? 7, Windows 7, glaube ich. Ja, das hat er jetzt aber auch schon ein paar Jahre. Ja. Na gut. Schneide ich alles raus, war langweilig. Was ist bei dir so passiert, Tim? Auch nichts. Ich bin immer noch in der Wie? Arbeit ich dachte, versunken. Du bist jetzt Hausbesitzer. Ja, stimmt. Das stimmt. Das habe ich vergessen. Eigentlich ist die Bank Wohnungsbesitzer und ich habe Schulden. Ah, die Bank nee, aber du hast ja auch Vermögen auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Ja, du darfst ja Schulden nicht so getrennt betrachten. Das stimmt. Und ich, du hast ja auch was bekommen dafür. Genau, ich habe auch schon schön den Makler bezahlt und den Notar bezahlt. Den hart arbeitenden Makler. Genau. Deinen neuen und besten den noch Freund. Härter arbeitenden Notar. Richtig. Alles schon bezahlt. Wir kommen nicht so richtig rein. Wie heißt denn die Folge auf Englisch? Ich gucke gerade, welche es ist. Das andere Ufer. Faith. Auf Englisch. Meine Faith. Güte. Faith. Faith. Die Folge auf Englisch, Ufer. Das andere Ufer. Deutsch Nein. wäre ja fast mal Weltsprache geworden. Fight. Wie kommst Faith, du da drauf, dass Deutsch genau. fast mal Weltsprache geworden wäre? Weil es gab eine Abstimmung, Englisch oder Deutsch. Und Deutsch hat knapp verloren. Ja, es gab eine Weltabstimmung. Genau. Ja, eine Weltabstimmung. Auf der Konferenz der Tiere. Ach, wie hieß denn das? Ja, das gab es wirklich. Ja. German, English. Ich glaube, du redest von den USA. Du redest von den USA. Ja. Ja, aber ich meine, ohne USA, ja, okay, vielleicht wäre es Großbritannien. Und also das Empire, und selbst, hat da auch ein paar. Und selbst da ist das mehr eine Legende. Ja, das stimmt. So? Deutsch war auf Platz 2. Aber es war völlig unrealistisch, dass Deutsch da gewinnt, weil einfach die Mehrheit. Das hast du ja gar nicht zu entscheiden. Der Bevölkerung. Oh, die Mühlen, ist das die Mühlenberg? Schon Englisch sprach. Legende? Mühlenberg Legend. Das klingt so ein bisschen wie. Mühlenberg Legend is an urban legend in the United, Space and United States and Germany. Oh Gott. Aha, according to the legend, the single vote of Frederick Mühlenberg. The first ever speaker of the U.S. House of Representatives prevented German from becoming an official language in the United States. Ja, klingt so. Ja, aber es heißt The Mühlenberg Legend. Okay. Weil prevented. Ja, die Legende wurde prevented. Das tun wir einfach in die Shownotes. Genau, jetzt haben wir schon was gelernt. Die Mühlenberg-Legende. Zack, Steuerung V, hier hast du. Wir können ja nochmal darauf hinweisen, denn beim letzten Mal hatten wir das Wort gelernt, was ich gleich im Intro falsch ausgesprochen hatte. Wie heißt das mit den Wörtern, wenn sie für, mit dem Saxophon? Wie Neodym. Neodym, genau. Nein, Deonym. Ach, Deonym. Neodym ist ein Element. Aber damit habe ich dir eine Eselsbrücke gegeben. Ja, hast du gehört die Folge, Phil? Mit Saxophon, weißt du, was ein Neodym ist? Das ist doch eine Trickfrage. Ist die Folge schon online? Nein. Was für eine böse Frage. War wirklich eine Trickfrage. Weil dann kann Phil ja auch noch gar nicht wissen, warum ich sie nämlich schon gehört. Warum ich eben über Steam ein Geschenk gemacht habe. Ah, stimmt. Dann ich habe mich aber trotzdem können. Auch schon ohne Erklärung bedankt. Ah. Ja, das macht man ja so bei Geschenken. Ja, habe ich auch gemacht. Und ich habe ihn gleich beleidigt im gleichen Satz. Ja, das machst du auch immer bei Geschenken. Ja, hier ist ja Guest Star Actress Nana Visitor, best known for her role as Kira Nerys. Können wir vielleicht erstmal anfangen? Ja, schneide ich alles raus. Lass uns mal hier ein bisschen Struktur reinbringen. Es geht los mit der Folge. Die heißt zu Deutsch Jan? Am anderen Ufer? Vom anderen Ufer. Vom? Hinterm anderen Ufer. Zum anderen Ufer. Okay. Irgendwas mit dem anderen Ufer. Ich habe die Englische offen, mein Freund. Ich auch. Sie heißt zu Deutsch Phil? Faith. Blöder Name. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich muss auch nach. Fang nochmal an, Tim. Sie heißt auf Englisch auf jeden Fall Faith. Das wissen wir alle. Ja. Genau. Das wissen wir alle. Regie geführt hat Michael Nankin. Ja. Und geschrieben. Hat sie Seamus Kevin ein Ire, sage ich jetzt mal. Wie spricht man den Vornamen aus? Seamus? Seamus? Wirklich? Ich dachte Seamus, aber. Kevin. Er hat nicht gesagt, welchen Vornamen. Es kann doch wieder kaum alberner werden. Ja, das stimmt. Okay. Dann mal ernst, Jetzt mal ernst. Ist immer eine ernste Folge. Da wird gestorben. Ans andere Ufer heißt die Folge. Wie viele über. Ja. Weißt du fragst auch immer nur, wenn du die Antwort nicht weißt. Das stimmt ja gar nicht. Das geht eigentlich gar nicht. Wenn du Steuerung Z gedrückt hast. Nee, wie macht man einen Tab zu? Alt Steuerung W. F4. Command W. Alt F4. Command. Ja. Wie viele Überlebende gibt es denn? 39.675.
Ja, wir haben die 40.000-Grenze ja schon vor ein, zwei Folgen unterschritten. Ja. Ja, dann ist aber was megamäßig passiert, wenn es jetzt schon 325 ja. Leute sind. Leute gestorben halt. Passiert halt mal, ne? Aber irgendwann in der letzten Folge war es, glaube ich, eins mehr als in der vorletzten, haben wir nicht drüber gesprochen, da wurde wohl eine Person geboren. Oder es war Lioben. Ich glaube, der zählt nicht. Nein? Nee. Werden eigentlich die Final Five, die da sind, gezählt? Klar. Die wissen, wird nicht abgezogen nach der Enthüllung. Weil das kann doch, wie will die Präsidentin die denn nicht zählen? Die kennt die doch gar nicht, ihre ach, stimmt, Identität. Die, ach ja, ich habe vergessen, dass beim Vorspann immer die Präsidentin genau, angefragt immer wird. An was die, steht heute auf ihrem Whiteboard? Genau. Ich würde sagen, nach dieser sehr schön strukturierten Einführung in die Folge gibt uns Phil jetzt eine Zusammenfassung. In drei Akten. Das mache ich doch sehr gerne. Drei Akte. Naja, man kann es sogar auf zwei Akte beschränken als knappe Zusammenfassung. Starbuck schafft es mit einem Teil der Crew von ihrem Erkundungsschiff Demetrius einen Zylonen-Basisstern unter eigene Kontrolle zu bringen, der bemannt ist von den Verlierern des Zylonen-Bürgerkriegs, also den 6. und 8. und was weiß ich, was die noch so für Nummern haben. Das ist eigentlich so der Haupthandlungsstrang der Folge. Und als zweiten würde ich an dieser Stelle noch kurz erwähnen, dass Roslyn ein, ich weiß es nicht, NATO, die beschäftigt sich mit ihrer Krankheit und dem Sterben zusammen mit einer anderen krebskranken Patientin, die dann ein paar emotionsreiche Gespräche führen. Das reicht meiner Meinung nach schon als knappe Zusammenfassung. Okay, vielen Dank. Ja, ich fand ja so insgesamt war die Meuterei relativ schnell wieder vorbei. Ja, dafür wurde dann der einfach um sich geballert hat, direkt mit zum Außenteam genommen. Ja, weil er ja auch für Starbuck geballert hat, die ja das Außenteam bildet. Aber was ich schön finde, also was ja passiert, Sanders, weil nachdem niemand springen will, es gerät ja alles ein bisschen außer Kontrolle auf der, in Anführungszeichen, Brücke der Demetrius, zieht Sanders ja eine Waffe und schießt Gator einfach ein ordentliches Loch ins Bein, weil er nicht aufhören will, den Sprung zu initiieren. Schön durch den Knochen. Ja, der Arme, der hat mir echt so leid getan, weil das sah auch wirklich fies aus. Das sah sehr fies aus, vor allem weil dann und halt die entmachtete Kommandantin des Schiffes, der ist das dann alles plötzlich in dem Moment scheißegal, sie kümmert sich um ihren verletzten Untergebenen. Heißt das Untergebenen bei Soldaten? Ja. Mhm. Okay. Um ihren verletzten Untergebenen, halt um Gator, läuft hin, drückt in dessen offenen Knochenwunde rum und dann wird irgendein Pulver drüber geschmissen und sie schmeißt Morphin rein. Also da ist diese komplette Sache, dass es eine Meuterung gab, für sie vergessen. Was ein sehr starker Charakterzug ist von Starbuck. Genau, aber, also das meinte ich im Prinzip damit, dass das sich jetzt alles schon wieder so auflöst. Und ja, im Prinzip, aber es eskaliert auch nicht noch weiter. Ja. Das ist, glaube ich, dann Hilo zu verdanken. Ja. Weil es kommen ja Marines mit gezogenen Gewehren und so weiter auf die Brücke gerannt und so weiter und so fort. Deswegen könnte man als Untertitel unter diese Meuterei auch schreiben, bis einer weint. Bis einer sein Gliedmaß verliert. Ja, und dann brechen tatsächlich Anders und Starbuck und auch Athena, weil sie wird von Starbuck explizit angefordert, zusammen mit Lioben auf. Habe ich noch jemanden vergessen? Ja, die mit den kurzen Haaren. Wie heißt sie? Was? Du weißt nicht, wie sie heißt. Wenn du es nicht weißt, Ben.
Jean irgendwas? In dem ist sie aber eh nicht so wichtig. Sie ist genau. Ein Redshirt. Die hat ja nicht noch ihre große Ich habe das tatsächlich in meinen Notizen habe ich geschrieben, Starbuck macht sich mit Lioben, Athena und Redshirt. Okay, Anders habe ich hier vergessen, aber ich habe sie gleich von Anfang an Redshirt du genannt, ohne zu wissen, was mit ihr passiert. Das ist auch eine Aussage, wenn man das Redshirt aufschreibt, aber Anders vergisst. Naja, also ich finde ihn jetzt ja nicht, also der steht bei mir nicht auf einer Liste der Unbeliebten, ich finde ihn einfach ziemlich uninteressant. Ich finde ihn jetzt auch nicht schlimm oder so. Ja, ist halt relativ egal. Genau. Also der ist jetzt nicht unwichtig, aber so der Charakter, wie er dargestellt wird, sorgt nicht dafür, dass ich immer aufpasse, wenn er jetzt gerade irgendwie im Zentrum des Geschehens steht. Genau, hätte Gator mal aufgepasst, hätte er jetzt vielleicht keine Kugel im Bein. Jean Baroley heißt sie. Genau, und das ist die Partnerin von Anders, als wir ihn zu. Also, die hat quasi mit ihm damals diese Guerillatruppe angeführt. Also, die ist quasi von Anfang an mit ihm dabei. Die war aber doch schwach. Das erklärt auch, warum. Ah, dann hätte es einen schweren emotionalen Impact auf ihn haben müssen. Genau, ja, das ist die damals immer noch diese langen roten Haare hatte. Ach so, dann war sie nicht schwarz. Rote Haare? Nein, es gab aber auch eine dunkelhäutige dabei. Das war, erinnere ich mich, bei dem Mexican Standoff war sie dabei. Genau, wo die an diesem Jeep gestanden haben. Hm. Da ist sie, glaube ich, erschossen worden dann. Ah, okay. Aber es erklärt hier, warum er dann so ausrastet, dass sie schon seit Caprica dabei ist. Ja, stimmt. Wir springen jetzt ja schon ein bisschen vor, aber ich finde, das kann man auch relativ, ich finde, bis dahin kann man es ja auch relativ knapp erzählen. Bis wohin? Bis dahin, wo sie dann erschossen wird. Weil da inhaltlich gar nicht so viel passiert. Also die. Aber sie wird doch gar nicht erschossen. Sie getötet wird. Das ist Potato, Potato. Sie springen ja dann und finden eben diesen Basisstern und treffen dann ja eine Vereinbarung mit den Zylonen, die da noch so vor sich hin vegetieren, nachdem sie eben die Schlacht gegen der Priester halt. Kevil. Cavill, genau. Cavill und die anderen zu lohnen, nachdem die Schlacht anscheinend zu ihren Ungunsten ausging, da so rumwarten, weil sie keinen FTL-Antrieb mehr haben, dass sie eben den Zylonen helfen, da wieder wegzukommen. Und im Gegenzug dürfen sie mit dem Hybriden reden. Das war, glaube ich, der Deal, oder? Ich habe das nicht so ganz verstanden, weil Starbuck ist schon sehr in ihrer eigenen Welt, finde ich. Ja, aber das ist jetzt schon sehr weit, wo du bist. Bist du ja nicht mal dahin gesprungen. Genau, also erstmal finde ich bemerkenswert, dass es hier schöne Außenaufnahmen gab, die ganze Zeit, bis man dahin kam. Ich fand es bemerkenswert, dass man Raptor besteigen kann, auch, ohne genau. Das in den Weltraum zu sehr gehen. Sehr schön, da wollte ich nämlich auch drauf zurückkommen, überhaupt, dass die einen Raptor haben, war bis jetzt auch noch gar nicht bekannt, oder? Ich glaube nicht, die hatten bis jetzt ja die Weiber drauf gehabt. Stimmt, und die haben auch immer Aufklärungsflüge mit den Vipern gemacht. Ha. Auf jeden Fall können sie einfach neben, hängt irgendwie so der Raptor dran, man kann draufsteigen. Das fand ich schon mal interessant. Und dann waren da diese ganzen schönen Wracks von den Zylonen. Und da hat man auch, glaube ich, entweder waren das alles nur, weil das Teile waren von Basissternen, aber das sah doch so aus, als wären da halt auch ganz andersförmige Schiffe als Basissterne, oder? Ich glaube, das waren größtenteils oder waren das aufgrund der zerschossenen Wrackteile. Okay. Aber was ich schön fand, was halt eine völlig neue Aufnahme ist, was wir bisher so nie gesehen haben, ist den FTL-Sprung aus dem Cockpit heraus. Also aus dem Cockpit des Raptors hat man halt gesehen, wie ein FTL-Sprung aussieht. Das war eine sehr coole Aufnahme. Das ist mir entgangen. Dann schau es dir nochmal an. Ich fand das einen sehr schönen. Also es gibt halt diesen. Wie bei Star Wars. Diesen hellen Blitz, der auf dich zuwandert und dann bist du aber plötzlich schon da. Mhm. Dann sind sie nämlich plötzlich innerhalb dieses Wrackfeldes,
wo ganz viel fleischig, sehniges auch mit rumfliegt, wo ich mich nochmal dran erinnert habe, ah ja, stimmt, das sind alles so biologische Schiffe mit Rüstung, die Zylonen haben. Und dann hat ja Starbuck auch nochmal so eine Art Déjà-vu oder Vision von diesem Basisstern, der genau dann so aussieht wie das, was sie gemalt hat zuvor an der Wand. Ja, genau. Ja, das ist das, was sie bisher für einen Stern, glaube ich, gehalten hat. Genau, dass das ein Komet. Oder ein Komet. Ein Komet, ja, genau. Dass das eigentlich dieser Basisstern ist. Ja, oder dass sie das jetzt zumindest dafür interpretiert. Ja. Wie man das bei Visionen, Prophezeiungen so macht. Genau, und dann heißt es aber, Moment, ich habe es mir, glaube ich, gemerkt. Incoming, mit gemerkt meinst du aufgeschrieben? Nein, incoming right to high. Oder sagt dann jemand. Und ich habe gedacht, das bedeutet halt, da kommt was rechts auf 2 Uhr oben. Also militärisch kurz genau beschrieben, wo man hingucken muss. 11 Uhr, Vater. Genau. Was passiert um 11? Genau, und dann werden sie von Raketen getroffen, oder? Oder wovon? Nee, einfach von Trümmern. Die fliegen ja durch so ein blumig explodierendes Wrackfeld, weil ich auch lustig finde, sie fliegen durch dieses stumme Wrackfeld und dann sagt Sanders irgendwie, hier ist alles am explodieren, oder wird die nächste Aufnahme und hier explodiert's, da explodiert's. Und es explodiert halt in der Nähe von ihnen was und da werden Trümmer zu ihnen hingeschwupst, hingeschleudert. Und die nächste Szene ist Starbuck, wie sie aufwacht, an Bord des Basissterns in einem Cockpit mit völlig zerplatzten Scheiben. Ja. Mhm. Aber Anmerkung, der heißt nicht Sanders, es ist nicht Colonel Sanders, sondern er heißt Anders. Sanders ist der von Kentucky Fried Chicken. Richtig. Ne? Mhm. Und von Spaceballs. Ja, und was ich nicht verstanden hatte zuerst, dann sieht man auch Athena mit ihren Modellschwestern darum stehen direkt, ohne dass es irgendwie eine Überleitung gibt, wie sie da hinkommt, oder? Die anderen werden alle irgendwie verletzt in dem... Naja, die war doch auch mit auf dem Schiff. Ja, klar. Die wird doch dann gezeigt, wie sie außen steht und das Schiff auf Schäden untersucht. Und dann stehen plötzlich ihre ganzen... Ja, ist mir auch. Und dann stehen die plötzlich hinter ihr, ja, dieses organische... Ja, genau. Und währenddessen steht die da mit ihrer Taschenlampe und guckt. Ja, okay. Und dann fasst ihr so eine Hand auf die Schulter und dann sind da ihre ganzen Modellkolleginnen da. Ordentlich Vorwürfe macht. Ja, ich dachte nämlich, die wäre gestorben und dann wieder auferstanden, aber das ist ja kein Auferstehungsschiff in der Nähe, das ist ja denen ihr Problem. Richtig. Und ich habe diese Szene irgendwie tatsächlich übersehen, ich kann auch gleich sagen, wieso. Weil du eingeschlafen bist. Du warst sehr müde. Nein. Betrunken. Du hast immer aufs Handy geguckt, während Rosalind daran war. Ich musste sehr oft zurückspulen und weil ich irgendwie oft Bild- und Tonsync-Probleme hatte. Hattet ihr das auch in euren Versionen? Ja. Nein. Dann war das wohl ein Problem meiner Version. Aber was mir in der Szene aufgefallen ist, dass Sharon mit diesen offenen Haaren echt nicht mein Typ ist. Ich finde irgendwie mit dem Pferdeschwanz sieht die eindeutig besser aus. Kann aber auch sein, dass diese... Das geht mir bei Six Klonten, so. Hat Six manchmal Pferdeschwanz? Ja, die Version, die Atombombe gezündet hat. Ja. Aber kann auch an den Klamotten hängen, die diese anderen Klone anhaben. Du stehst auf Uniform, willst du sagen? Nee, ich stehe nur nicht auf Strickjäckchen, glaube ich. Und Blütenblumenbluse. Blütenblumenbluse. Was ein Wort. B. Was macht sie denn für Vorwürfe? Die fragen sie ja im Prinzip um Hilfe. Und dann sagt sie nur so, also wenn man sich mal für eine Seite entscheidet, dann muss man da jetzt auch, die fragen sie ja um Hilfe, um praktisch jetzt die Sexen. Die Sexen zu verraten. Genau. Dann sagt Athena ja eben, nein, wenn man sich mal für eine Seite entschieden hat, dann muss man das bis zum bitteren Ende durchziehen, was ja so dann eine Mischung ist aus
sie glaubt es wahrscheinlich ein Stück auch selber, aber zum anderen hat sie sich ja auch genau in diese Situation gebracht, indem sie sich für die Menschen entschieden hat und nicht für die Zylonen. Und muss sich da, glaube ich, auch ein bisschen selbst vergewissern, dass du da überhaupt nicht drüber nachdenkst, vielleicht doch dich irgendwann nochmal für die Zylonen zu entscheiden, sondern dir, naja, du triffst eine Entscheidung und dann bleibst du dabei. Mhm. Egal, ob das jetzt gut läuft oder nicht. So habe ich das verstanden. Ja, man kann ja auch schlecht ständig die Seiten wechseln. Irgendwann wird man ja unglaubwürdig. Naja, aber so ein, also ich glaube, so einmal würde für sie auf jeden Fall nicht schlecht ausgehen, wenn sie jetzt sagen würde, naja, ich habe jetzt doch erkannt, ich bin ja eigentlich ein Zylon und das mit den Menschen, das war ein großer Fehler, dann würden die sie schon wieder aufnehmen. Ja, Zylonen sind sie eh hat ziemlich so viele dumm. Neue Informationen. Außerdem ist sie die Mutter des einzigen Hybriden. Das stimmt. Aber der ist ja nicht Panten dabei. Hybriden. Ja, aber sie hat etwas, was keine andere Acht hat. Mhm. Und auch keine Six. Ich meine, Six hat, glaube ich, sehr oft probiert, ein Kind zu kriegen. Denke ich mal. Also viel Sex gehabt. Naja, nee, weiß ich nicht. Ja, also das war jetzt so nicht etabliert. Sie hat zwar oft Sex, aber jetzt nie Sex, um ein Kind zu kriegen. Ich sage jetzt nicht, dass sie Sex hat, um ein Kind zu machen. Das will ich verneinen. Sie hat halt oft Sex und ich denke. Ja, das sind ja aber zwei Dinge. Das sind zwar, ja, das eine Ziel ist nicht das andere Ziel, das stimmt schon. Aber ich könnte sie auch so einschätzen, dass sie einfach, ach, ist ja auch egal. Jedenfalls ist da eine Six, die auf Neu-Caprica, ne? Mhm. Von Jean Baroli eben umgebracht wurde und sie kann ihren Tod oder ja, wie sie ja gestorben ist, nicht den Tod, sondern das Sterben nicht verkraften. Die hat da ein ernsthaftes Trauma irgendwie davon getragen. Genau, und prügelt sich mit Jean Baroli, indem sie ihr in schöner Viggo Mortensen-Manier das Nasenbein ins Gehirn prügelt. Ja, aber völlig unabsichtlich. Also das sah schon. Das war ja schon so. Unabsichtlich. Sie kann sich. Ich habe ganz vergessen, wie zerbrechlich Menschen sind. Sie kennt ihre eigene Kraft nicht. Wohingegen Viggo Mortensen in A History of Violence das, glaube ich, sehr bewusst macht. Ja. Auch ein sehr guter Film, kann ich nur empfehlen. Noch nicht gesehen. Ja, hat der Jan recht. Ja, aber dann. Ja, aber wir sind uns alle einig, dass das ein Unfall war. Ja, ich denke schon, ja. Würde ich auch so sehen. Sie wollte eigentlich sie später erst töten. Sie wollte sich einfach, glaube ich, nur ein bisschen prügeln. Die wollte gar nichts. Also das war ja wirklich eine Affekthandlung, weil hier die Madame Redshirt irgendeinen blöden Spruch gedrückt hat. Ja, sie würde es nochmal tun. Genau, und dann ist das ja, war das ja einfach so eine, dann ist sie einfach gesnappt und dann ist das passiert. Ja, wie damals und grade, das Baby grade, auf Caprica. Weil ich ihr das auch total abgenommen habe, dann auch in dem Gespräch mit ihrer Sex-Schwester, dass sie so zerstört ist von dieser Todeserfahrung, dass es einfach wirklich kein böser Wille war, aber dass ihre Kollegin dann trotzdem so kaltblütig ist und sie dann als Ausgleich, um diese Allianz da am Leben zu erhalten, auch einfach umbringt, fand ich schon hart. Ja, aber sehr beeindruckend und für mich auch sehr anregend, was Nachdenken angeht, weil ich dann, sie sagt ja auch, ne, hier, das ist doch so, wie ihr es gerne haben würdet, ne, Blatt für Blatt, also so Auge um Auge. Ja. Genau, weil wo getötet ohne Auferstehungsschiff in der Nähe und genau, ist doch alles cool, wir können wieder Freunde sein. Das, so habe ich jetzt das nicht gedacht, sondern halt eher so, ne, Zahn um Zahn oder Auge um Auge, dass das mit diesem Gottverständnis von den Zylonen, die eher neutestamentarisch sind, wohingegen dieses Auge um Auge ja eher altes Testament ist.
weißt du? Und sie reden ja immer von einem gütigen, verzeihenden Gott. Und deswegen sagt die Six ja auch, so handhabt ihr Menschen es doch. Das ja, ja, also ich weiß nicht, ja wie hilfreich hier jetzt so Bibelanalogien sind, weil, also ich denke, da dreht sich sehr viel drum in Battlestar Galactica. Ja, aber also mir wäre das jetzt zumindest nicht bekannt, dass hier die Heiligen Schriften einfach genauso aufgebaut sind wie jetzt bei uns die Bibel. Aber so nehme ich den Gott von denen einfach hin, dass es halt eine Analogie ist. Das heißt ja nicht, dass sie eins zu eins die gleiche Bibel haben. Nur halt diesen Zweiton von rachsüchtigen Glauben, also ne, es muss Vergeltung geben, und dem Verzeihenden, den sie für sich gepachtet haben oder den jetzt auch Balta für sich gepachtet hat. Ja, weiß ich nicht. Muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe da auch nur so drüber nachgedacht. Das ist nur eine Anregung, die ich hatte und jetzt hier weitergegeben habe. Ich fand es auf jeden Fall ein bisschen, also ich fand das eine ziemlich harte. Ja, aber notwendig, um es zu deeskalieren. Das wäre ja genau dann so gewesen, wenn man es mit den Menschen jetzt vergleicht. Dann hätte dann Hilo, Anders auch dann direkt ins Bein schießen müssen, sozusagen. Als Ausgleich. Ein Bein für ein ja, Bein. Ja, oder hier jetzt andersrum, wenn jetzt hier irgendjemand aus Versehen einen Zylon umgebracht hätte, dann wäre das doch auch nicht passiert, dass sich dann die Menschen sagen, na, dann bringen wir jetzt zum Ausgleich halt einen von uns um. Nee. Aber so ist es halt auch, wie die Six es sagt. Das heißt ja nicht, dass es so ist. Sie sagt es nur so. Hm. Ja, dass sie den Menschen das gegeben hat, wonach sie aus sind, nämlich Blut für Blut. Wobei sie ja gar nicht weiß, dass Anders gar kein Mensch ist. Das stimmt. Aber mit Anders hatte das ja jetzt auch gar nichts zu tun. Der fiel mir nur als Vergleich ein. Das war ja übrigens auch so eine Affekthandlung. Der hat ja seinen Schuss auch direkt danach bedauert. Also, ja, es war ja auch nicht auch sein so ein, Schuss. War nicht sein Schuss? Ja, nein, doch, auf der. Doch. Nein, Tim meint auf der Brücke. Ach so, vorher. Ja, natürlich, da allein schon, als Gator erwischt hat. Ja, ja. Ich meine, also Gator, dem kann man doch eigentlich jetzt echt nicht. Also. Naja, er hat ja schon bewusst auf Gator geschossen, weil der ja den FTL sonst gedrückt hätte. Ja, aber das muss dir doch instant leid tun, wenn du diesen Typen anschießt. Weil er auf den Kopf gezielt. Guck dir den doch mal an. Genau, ja. Zwischen die Augen. Ja, wie bei Helden in Strumpfhosen, wo der Seil durchschießt. Guter, ich fand Schuss. Das auch so bitter, das kann man ja vielleicht kurz zwischen einschieben, dass Hilo sagt denen ja, also lässt er irgendwie so checken, was ist der letztmögliche Zeitpunkt, an dem wir zurück zur Flotte springen müssen, damit wir uns noch treffen. Mhm. Und so lange gibt er ja dann diesem Expeditionsteam Zeit, um da wieder zurückzukommen. Und er unterhält sich ja mit Gator irgendwann und Gator sagt so, naja, du weißt aber schon, so mit jeder Stunde, die wir hier bleiben, vergrößert sich die Chance, dass Kottl mir das Bein ganz abnehmen muss. Und Hilo sagt so, ja. For the greater good. So, ich meine, ich habe ja keine Ahnung, wie FTL funktioniert, aber aus dem Cockpit des Raptors und im Sprung sah es aus, als wäre es so zack, instant an. Ja, deshalb habe ich mich gefragt, wäre nicht die Möglichkeit, ihr springt einfach zur Flotte, genau. Den Gator ab und springt dann wieder zurück. Genau, ihr merkt nicht mal die Koordinaten, wo ihr jetzt seid, springt zurück, liefert den ab, kommt wieder aber zurück. Aber es war sofort, vor allem, weil Hilo ja selber auch bei der Meuterei dabei war. Ja. Dann so, naja, also dich hat es jetzt erwischt und ich kann leider überhaupt gar nichts für dich tun. Leg jetzt mal da, wir hoffen alle, dass du keine Infektion kriegst. Hallo? Du hast ja ein bisschen Pulver bekommen. Diesen Koks. Ja, das ist tatsächlich die Frage, wie so ein FTL funktioniert. Weil zum Beispiel bei Star Wars, da dann ist man ja eine Zeit lang im Hyperraum oder bei Star Trek.
Aber hier kann man ja, ja da, irgendwo... Da ist es ja nur so, dass es halt, es gibt eine bestimmte Reichweite, also es kann schon sein, dass sie nicht mit einem Sprung direkt zur Flotte kommen würden. Aber ich sag mal, in 15 Stunden, was ja, glaube ich, so der Zeitraum war, kannst du, glaube ich, schon ein paar Sprünge einschieben. Es war irgendwie 15 Stunden, 7 Minuten oder sowas und ein paar zerquetschte. Und dann sagt Hilo auch, genau diese Zeit warten wir. Aber denkst, der baut nicht mal Puffer ein. Weil kann ja sein, dass die bei der Flotte Zeit genau wegfliegen, ne? Ja, und das vor heißt, allem, ich meine, da greift man jetzt hervor, aber er hält es ja nicht mal ein. Ja, unglaublich. For the greater good am Arsch. Ja. Aber man sieht auch schon, das sieht nicht gut aus für Gator. Genau. Es sieht doch echt immer gut aus. Ja, der sieht ziemlich und der Verband wird immer röter, immer durchnässter, wo ich so denke, haben die nur einen Verbandskasten an Bord? Das liegt an diesem tropischen Klima. Das liegt an dem tropischen Klima auf der Demetrius. Vor allem, es ist ja auch so ein Abwasseraufbereitungsschiff. Ist bestimmt auch geil, da so eine Schussverletzung drauf zu haben. Weil das Abwasser direkt durch das Schiff gepumpt wird. Ja, aber bei der hohen Luftfeuchte, die du hast, ist, glaube ich, einiges in der Luft unterwegs. Ja. Ja. Genau. Das ist wie im Flieger, da geht über die Klimaanlage auch alles rum. Stimmt, da geht schon über die Klimaanlage. Die nicht haben anscheinend. Oder einfach zu hoch eingestellt. Ja, und die Heizung angemacht. Nachdem die Geschichte da jetzt geklärt ist mit der Toten. Six auch. Mit den zwei Toten. Geht's doch dann eigentlich schon zu dem Treffen von Starbuck mit dem Hybriden, oder? Ja. Also die finden zwischendurch nur kurz raus, so ja, hier, wir können euren FTL-Antrieb irgendwie funktionsfähig machen. Habe ich nicht ganz verstanden, wie, aber geht halt. Und übrigens Lee oben ja immer doch noch irgendwie immer noch dabei, ja. Aber eher so ein passiver Beobachter jetzt. Ja, halt immer, naja, immer wieder mal so dabei, Starbuck mit irgendeinem Spruch so in die richtige Richtung zu schubsen. Mm. Also der beugt sich ja immer wieder mal zu ihr und sagt, ja, jetzt so und so. Ja, stimmt. Also mit dem FTL-Sprung, hängen ja sozusagen den Basisstern an das FTL-System des Raptors und wollen so dann springen. Ja, und da nur noch ein Satz zu Liam. Und also ich finde, Starbuck ist in dieser Folge so fremdbestimmt wie noch nie, finde ich. Also die hat ja, ich finde, man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass sie noch so Herr ihrer eigenen Entscheidungen ist, sondern ist so voll gefangen in diesem ich bin die Auserwählte, die uns zur Erde führt, und lässt alles andere irgendwie, blendet sie völlig aus. Ja, seit dem Moment, als sie den Basisstern als Kometen interpretiert. Ja. Da fängt sie dann ja an, so ein bisschen manisch zu lachen. Und ab dem Moment ist sie nur noch hinterher, Schritt? Was sich so auf der Demetrius schon angekündigt hat, dass sie sich so ein bisschen entfernt von ihrer Crew, wird hier noch weiter getrieben, finde ich, indem sie eigentlich wirklich nur noch auf das hört, was Liam ihr sagt. Und dieser Hybrid plappert ja erstmal nur vor sich hin, wie er oder sie das immer tut. Ja, das ist ja irgendwie immer so eine Mischung aus, ich sage ein, zwei völlig zusammenhanglose Sätze, dann kommen irgendwelche Schiffsbefehle und dann kommt wieder irgendwelches End of line. Irgendwelches unsinniges, also für alle anderen unsinniges, zusammenhangloses Gerede. Ja, aber ich hab das am Anfang gar nicht auf Starbuck bezogen, sondern erst später. Aber ja, war ja auch am Anfang. War so. Also so kennen wir die ja auch schon, dass die irgendwie so ein bisschen
ein bisschen halt auch in ihrer eigenen Welt leben und irgendwie nur so die Hälfte ihrer Zeit ihre Aufgabe erfüllen und die andere Hälfte der Zeit in Zungen reden. In Zungen, sehr gut. Genau, ich glaube, in der Bibel heißt das so. Ja, in Zungen. Languages, daher kommt das. Weil, Moment, jetzt habe ich das Language kommt doch von Zunge, oder? Ist das so? Ist das nicht der lateinische Begriff irgendwie? Ach, immer dieses gefährliche Halbwissen. Lingua. Das wäre ja jetzt, ja, Lingua heißt doch nur Sprache. Heißt es nicht Zunge auch? Ich weiß, dass Bernstein auf Latein, auf Griechisch Elektron heißt. Volker, Sie sind raus. Also ich habe mal gelernt, dass Lingua Franca der Begriff ist für die Sprache, die irgendwie alle sprechen. Ha, Lingua Lateinisch. Französisch. Lingua Lateinisch, die Zunge. Aha. Toll, Tim. Das ist ja peinlich, toll, dass ich ein Latinum habe. Ha, siehste. Ich habe aber auch eins. Das einzige Latein, was ich gelernt habe, war in Asterix und Obelix Comics. Lingua Franca, Übersetzung, die Lingua Franca. Die französische Zunge, also die fränkische Küssen, wahrscheinlich. Küssen. Nee, für mich ist alles französisch. Hier steht jetzt noch die Verkehrssprache. Ja, genau. Ja. Die Lingua Franca ist die allgemeine Volk oder was? Nein, die, ja, aber also über das Volk, das, was für uns Englisch ist. Ja, ach so. So die, das ist zwar nicht unbedingt unsere Muttersprache, aber alle kennen so in unserem Kreis können sich im Zweifelsfall auf Englisch unterhalten. Ja, verstehe. Then let's do it. Why do we wait? Genau, auf jeden Fall kommt es von Zunge tatsächlich, deswegen auch in Zungen reden. In Tangs. In Zangen? In Zangen. Ich kann nicht reden, ich habe eine Zange an meiner Zunge. Das schneiden wir raus. Ja, dann gibt es ja den nächsten dramatischen Tod. Ja. Danke. Als nämlich eine der Achten versucht, nachdem sie beschlossen haben, dieser Hybrid redet eh nur Unsinn, lass mal den Stecker ziehen. Wacht dieser Centurio, der da irgendwie zum Bewachen steht, plötzlich auf und feuert auf die... Kevin hat sie gewarnt noch damals. Er hat sie gewarnt, genau. Dumme Dinge können passieren. Und schießt auf die Acht, die eben den Stecker zieht und dann, irgendwelche Menschen erschießen dann diesen Centurio. Also es passiert nichts Schlimmes, weil es stirbt ja nur irgendjemand, den wir eh nicht kennen. Ich dachte erst, es ist Boomer. Ich dachte, nee, Starbuck schon, mit zwei Boomer. Knarren. Achso, du meinst die stirbt? Ja, die stirbt. Aber es war das nicht Boomer. Die, eine Nummer. Nee, das ja, war hinterher sieht man ja dann eine. Boomer nochmal. Nee. Oder ist das auch nicht Boomer? Athena. Ja, Boomer die auch. Ist, aber Boomer klar, ist gar nicht da. Ich dachte, Boomer wäre auch dabei. Ich dachte, das wäre die stirbt. Aber, ja. Ist keine Ahnung jetzt. Die beiden, haben die sich irgendwann nochmal getroffen? Ich glaube nicht. Das weiß ich nicht. Egal. Also Athena erkennt man ja, weil sie ja das Battlestar-Shirt anhat. Also sie hebt sich ja von den anderen sowieso ab. Aber ich dachte, die andere ist Boomer. Aber hinterher dachte ich dann wieder, es ist nicht Boomer, weil sich dann Athena nochmal, dachte ich, mit Boomer unterhält. Ist aber auch egal. Wir gehen davon aus, ja, es ist nicht Boomer. Ja. Es ist eine Nummer. Bevor wir jetzt kurz, bevor wir darüber sprechen, was der Hybrid dann von sich gibt, passiert da ja dann so der es gibt zwei Momente in der Folge, finde ich, in denen Anders, richtig, ohne S, oder? Mhm. Anders. Schon mit S, aber am Ende. So, ja. Wenn nämlich mit H schreibt, ne? In denen er so versucht, ein bisschen damit zu spielen, ob er jetzt hier besondere Fähigkeiten hat oder ob irgendwas mit ihm los ist, weil er ist ja einer der Final Five. Es gibt ja einen Moment vorher, wo er so versucht ist, in dieses Daten Schlons reinzufassen, wo ja Athena irgendwie checkt, ob sie mit dem FTL-Antrieb, ob sie da helfen können oder nicht. Und da wird er dann, glaube ich, von Starbuck unterbrochen. Ist ja egal, auf jeden Fall wird er unterbrochen. Und er ist ja jetzt dann auch derjenige, der sich dann so die
der sterbenden Acht annimmt. Aber das habe ich jetzt gar nicht mit Final Five interpretiert, also das doch, letzte. Also ich schon, weil ich glaube, er macht das nur, weil er so eine Art von Verbundenheit jetzt doch fühlt, weil er einfach versucht, da rauszufinden, was das überhaupt bedeutet für ihn, dass er ein Zylon ist und dass ihm der Tod jetzt einfach näher geht als allen anderen, weil ich, also allen anderen ist es ja wirklich egal, das ist halt ein Zylon, den sie nicht kannten und der jetzt nicht mehr da ist. Ja, insbesondere aber auch, wem reicht sie denn die Hand der anderen Boomer, also der Athena, glaube ich. Athena, genau. Ja, aber die kümmert sich ja nicht genau. um die, sondern Anders ist derjenige. Daraufhin aber, deswegen hatte ich das jetzt so gedacht, dass er jetzt da Mitgefühl zeigt, während sie es nicht tut, einfach nur. Aber es kann ja, aber ich glaube, das tut er nur, weil er jetzt eben doch, naja, weil es halt was mit ihm macht, dass er Orzelon ist. Und er da jetzt irgendwie versucht, so seinen Platz zu finden. Da passiert ja nichts. Es ist ja nicht so, als gäbe es da jetzt irgendwie eine große Entladung und er bekommt geheimes Zylonwissen oder er führt sie irgendwie ins Jenseits. Das passiert ja nichts. Aber trotzdem ist er derjenige, der sich zu ihr runterbeugt und der auch zurückbleibt, während alle anderen schon den Raum verlassen. Ja, weil aber auch gleich ja noch was von dem Hybriden kommt, was ihn betrifft. Ja, kannst du das noch wiederholen? Ja, also ich kann wiederholen, dass er ja, und da wird ja auch dann immer die Kamera auf ihn geblendet, weil der Hybrid sagt ja dann irgendwann sowas, dass die, bekannt werden wird, wer die letzten fünf sind, wenn man die Nummer 3 ist das, glaube ich, die ja geboxt wurde, wieder anboxt, weil sie hätte die ja gesehen in der Oper. Das, genau. Ja, das genau, sagt, das ist ja ein bisschen, also der Hybrid sagt ja zum einen irgendwie, dass der sterbende Anführer wird die Wahrheit über das Opernhaus erfahren. Ja, das ist einfach, das ist natürlich das ist echt eindeutig. Und eben, ja, die fehlende 3 wird euch die 5, die von dem Heimatplaneten der 13. kommen, genau. geben. Wobei das eigentlich auch einfach ist, wenn die Zylonen alle eine Nummer haben. Ja, genau, das ist ja auch sehr, und da kommen die ja auch selber drauf, da reden brauchen sie nicht mal Balta für. Dass der 13. Stamm ist ja der von der Erde und die 5 sind natürlich die Final 5 und es ist eigentlich, also ich glaube, Clara hat einen Hybrid noch nie gesprochen, bis auf diesen naja, ist das so, bis auf diesen Satz, you are the harbinger of death, und das haben wir schon mal das gehört, klingt oder? So ein bisschen apokalyptisch. Ja, aber das haben wir glaube ich schon mal gehört. Hat das Leoben gesagt? Bevor wir da jetzt noch weiter drauf eingehen, weil, aber es war halt die ganze Zeit in so einem schönen Flow, deswegen wollte ich nichts unterbrechen. Ich wollte nochmal zu Phil sagen, finde ich auch, dass mit Anders und seinem F versucht rauszufinden, was er ist. Ging mir ganz genauso, so habe ich das auch verstanden. Okay, Harbinger, Harbringer of Death. Also eigentlich sagt sie ja zu Kara, dass sie die Menschheit vernichten wird. Jetzt fällt es mir wieder ein. Das war doch das große Ding, weswegen man am Ende Razor nicht gucken sollte. Weil das ja die sterbende, wie hieß sie nochmal, Ben? Die Hauptdarstellerin von Razor, das am Ende über Starbuck gesagt hat, in dem Funkspruch. Ach so, ja. Sie ist der genau Vorbote des Todes. Ja, und das ist halt überhaupt kein Spoiler. Also, das ist halt so eine komische Prophezeiung. Ja, aber genau das haben wir jetzt halt, da haben wir es schon mal gehört. Da wollte ich ja gerade hinaus, dass das schon mal gesagt wurde. Aber es ist ja lächerlich daraus. Darum geht es mir doch gar nicht. Mir geht es darum, dass ich rausgefunden habe, wann das war. Okay. Sehr gut. Lob mich nicht, warum. Sehr gut. Very good. Danke. Klopp, 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 klopp. Ja. Du wirst sie alle umbringen. End of line. Ja, das fand ich auch schön, dass ihr gesagt habt, basta. Und dann wird ja auch der Stecker gezogen und alles wird dunkel. Guck mal, das muss doch, wenn die eh immer in Zungen reden, dann muss das doch irgendwas Interpretierbares sein. Also das ist ja nicht so eindeutig vermutlich, wie es gemeint ist. Also wie es klingt. Naja, sie sagt ja, zumindest im Englischen sagt sie ja auch, you will lead them to their end. Und end genau.
heißt ja jetzt nicht unbedingt Vernichtung, sondern genau. Könnte ja auch die Erde sein. Eben, genau. Genau. Ja. Und man kennt ja die fünfte noch nicht. Man kennt ja jetzt nur 4 der 5. Ja. Ne? Nur Harbinger of Death klingt eigentlich schon sehr eindeutig. Das, ja, aber für wen? Genau. Eben. Stimmt. Eben. Sie kann ja auch vielleicht Vorbote des Todes für die Zylonen sein. Genau, weil oder die ja jetzt die kein Erde. Auferstehungsschiff mehr haben zum Beispiel. Nur dann wäre es kein Vorbote, weil sie kam ja erst danach. Ach, wir werden das noch rausfinden. Ja. Und dann ein gibt es Vorbote. Also ich finde, auf dem Basisstern selbst passiert dann ja nichts Interessantes mehr. Dann kommt eben diese Szene auf der Demetrius wieder, wo der Countdown abläuft. Und Hilo sagt so, ich kann das Kommando nicht geben. Und dann gibt es diesen coolen Shot, finde ich, wie der Basisstern so direkt über der Demetrius ja, auftaucht. Das rückt das die Demetrius cool erstmal in eine Perspektive. Ja. Halt, oder halt, wie klein die im Vergleich zu Demetrius ist. Ja, und wie cool müssen wir vorkommen, wenn du da dann auftauchst und sagst, hi. Hi. Hallo. Aber guck mal, und ich habe einen halt Basisstern. Und auf der Demetrius sind und noch du so? 4 oder 5 Viper obendrauf. Wie verschwindend klein die dann im Vergleich zum Basisstern sind. Das ist schon ein krasses Ding. Zu dieser Prophezeiung, das hört Anders ja auch mit, ne? Dass die letzten 5 von der Erde kommen und deswegen vielleicht den Weg kennen. Und dann heißt es ja, wir müssen die Final 5 finden, ne? Die mit der Flotte sind, das wissen die. Ja, und dann sagt er nicht mal, ich kann euch da helfen. Ach übrigens. Ach, die Final 5 sucht ihr. Lalalala. Ich habe letztens noch mal in meinem Impfausweis geguckt. Bin ich zu Lot. Fuck. Wurde als Kind nicht gegen Masern geimpft. Aber eigentlich müsstest du da jetzt konsequenterweise, falls die jetzt zurückkommen, was ja so sein könnte, müsste es ja dann eigentlich demnächst wieder eine geheime Ratsszene der letzten 4 geben von 5. Ja, stimmt, es sind ja immer noch 4. Ich dachte, ja, einer wäre rausgeflogen. Ich bin mir relativ sicher, dass die sich nochmal treffen. Sollten sie, sonst wäre es sehr blöd. Ben, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, die laufen jetzt immer mehr Gefahr aufzufliegen, wenn diese 5 Zylonen jetzt aufgedeckt werden sollen. Genau. Und genau, weil sie ja jetzt auch den Plan fassen, die 3 wieder ja. Und zu fragen. Ich denke halt, ne, wenn sie die 3 jetzt wieder rausholen und die 3 dann sagt, du bist ein Zylon und du bist ein Zylon, warum machen die nicht einfach, was? Vielleicht machen sie das ja. Ja, okay, weil das dann damit können sie ja jegliche Schuld, also, die sie ja eigentlich auch nicht auf sich geladen haben, von also sich der weisen. Dings hier, der Frau da, würde ich das zutrauen. Ja, aber die ist die Einzige, die halt Schuld auf sich geladen hat. Weil ich halt sagen will, ist Athena hat ja gezeigt, dass es geht, ne, dass du eine Wahl treffen kannst. Und warum sollten... Ja, sollten aber jetzt stell dir mal Tai vor... Also nie im Leben wird er sagen, oh Gott, nee, das nein, geht zu ehrlich. Aber ihr könnt, ich meine, man muss ja nicht lügen und sagen, oh mein Gott, wir haben es nicht gewusst, aber halt, sie haben ja Angst, dass sie geluftschleust werden. Ja, natürlich werden sie auch. Stell dir, nee, also, aber warum stell dir nur mal werden? Für einen Moment, warum? Stell dir für einen Moment die Unterhaltung von Anders oder vom Chief mit Adama vor. Also, ja, okay. Wir wussten das vielleicht, wir sind Zylon, aber wir haben nie was Böses gemacht. Also nicht für 2 Minuten würde Adama dann sagen, ja, okay. Bezweifle ich. Aber geluftschleust werden sie, glaube ich, auch nicht, weil Athena und Boomer sind ja auch nicht geluftschleust worden. Ja, okay, also aber sie werden sofort in der Brick landen. Ja, erstmal auf jeden Fall werden die in der Brick landen, aber du kannst mir nicht erzählen, dass das wäre ein krasser Schlag für Adama, der ne, sein bester ja, Freund ist auf einmal das. Zylone. Aber du ja, kannst das, mir nicht das erzählen, dass er die Schotten dicht macht. Ja. Also ich glaube nicht, dass das eigentlich sogar der richtige Weg gewesen wäre, wenn sie es herausgefunden hätten. Ich glaube, das würde Adama sogar besonders deswegen machen, weil es sein bester Freund ist.
weil er gar nicht in den Zweifel kommen will bei seiner Crew, dass er ihn bevorzugt gegenüber. Ja, und auch weil er was selber meinst du, so, das so krass macht. Misstrauen wird. Dass er ja, ihn dann besonders nicht, scheiße behandeln ja, wird. Weil ja, er klar, nicht den Eindruck entstehen lassen will, dass er da eine Vorzugsbehandlung geben möchte. Aber und was er wäre persönlich will, er so verletzt. Er wird aber nie sagen, das reicht, ich will nichts mehr mit den Leuten zu tun haben. Vor allem nicht unter also den neuen Informationen, sagen, also dass sie gerade die Tatsache, dass Ty dabei ist, macht nee, das, glaube ich, noch wahrscheinlicher, dass Adama dann überreagiert und sagt, oh Gott, wie konnte ich jahrzehntelang mit dem zusammen, und ich habe es nicht gemerkt und wir müssen sie alle auslöschen sofort, weil schlimm. Ich glaube nicht. Gerade die Tatsache, dass eben durch die neuen Erkenntnisse jetzt klar ist, dass die potenziell den Weg zur Erde wissen und er immer noch die Das ist doch alles Lohnpropaganda. Für 36.000 noch was Leute hat. Aber das kannst du doch nicht aufgrund der Tatsache, dass ein Zylonenhybrid vor sich hin brabbelt. Die Zylonen werden euch zur Erde führen. Ja klar, natürlich. Ja, also der hat doch auch Starbuck mit seinen besten Leuten losgeschickt, weil sie plötzlich wieder aufgetaucht ist und Kopfschmerzen hatte, weil er in die falsche Richtung fliegt. Ja, aber nicht, weil Starbuck zu ihm kam und sagte, hey, alter Mann, ich bin ein Zylon, aber vertrau mir, ich bring das alles in Ordnung. Nee, weil sie gesagt hat, ich habe da so ein Gefühl. Ja. Und mit einer brandneuen Viper aufgetaucht ist, die kann genauso gut ein Zylon sein. Das ist aber was anderes als jemand, der ein Zylon ist. Nee, ich finde das, der Basisstern hat uns gesagt, dass das und das passiert. Aber und dann sagst du, er würde dem nicht folgen, aber macht dann eine völlig irrationale Entscheidung, die er schon mal gemacht hat, indem er eben die einfach einem Gefühl nach losgeschickt hat. Und jetzt kommen sie zurück mit neuen Erkenntnissen und dann sagt er plötzlich, nö, das geht mir jetzt aber doch zu weit. Nein, ich glaube schon, dass er mit einbeziehen würde, woher diese Erkenntnisse kommen. Und du musst, glaube ich, berücksichtigen, dass dieser Mensch seit 30, 40 Jahren Krieg führt gegen Zylonen. Dass der Kampf gegen Zylonen, das ist sein Lebensinhalt. Ich glaube eher, dass da sein Lebensinhalt jetzt ist, das Leben der Flotte zu erhalten. Und dass er das eben als oberste Prämisse stellt. Also, ich sage ja auch nicht, dass das auf jeden Fall passieren würde, aber ich würde das nicht ausschließen, dass er da dann so eine krasse, aber egal, ich meine, wir werden ja sehen, was passiert. Vielleicht, es könnte ja auch sein, dass wir es nicht sehen, weil vielleicht der letzte Zylon ja Adama ist. Dann würde er sich sofort selber in den Kopf schießen. Das habe ich ja gar nicht gewusst. Was auf jeden Fall ich mir vorstellen könnte, dass sein Schiff das erstmal nicht überlebt. Also sein Holzschiff. Auch nicht ja, das hat ja schon einiges überlebt. Ja, aber da wüsste ich nicht mal, wie die Flotte das überleben soll. Ja, die implodiert wahrscheinlich genau in dem Moment, wo er es erfährt. Ja, wirklich nur ein paar Charaktere, die das Ganze irgendwie zusammenhalten. Was halt in der Serie auch so sein muss, weil es gibt halt eine begrenzte Anzahl an Rollen. Aber das ist halt vieles dreht sich um ihn, um die Präsidentin und um zum gewissen Level auch um Balta. Und Starbuck hätte ich bis vor kurzem noch mit eingeschlossen. Und Apollo? Ja, Apollo nicht mehr, ne. Also Apollo hat sich aus der Naht gelöst. Ja. Vielleicht erfahren wir das ja wirklich und dann können wir dann nochmal drüber reden. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Weil wir wissen ja schon, will be revealed. Achso, da ging es um den letzten. Dass er dem Zuschauer revealed wird, aber nicht unbedingt. Oh, ich freue mich, dass wir uns mal auseinandersetzen konnten und nicht immer nur alles rezitieren, was in der Folge passiert ist, sondern mal. Weil jetzt komme ich ja in meine Spekulationsphasen rein, weil ich ja jetzt keine Ahnung habe, was noch passiert. Ja. Übrigens, Ty hat ja auch sein ganzes Leben gegen die Zylonenkrieg geführt. Also nicht nur Adama. Das stimmt wohl. Ist Phil noch da? Nein, ich war gerade weg. Ja. Achso. Ich habe gerade gesagt, ich freue mich, dass wir so schön debattieren können hier.
Es hat mich gefühlt, dass ich den Podcast abbrechen musste. Eigentlich war ich gerade weg, seit Jan angefangen hat zu reden. Genau in dem Moment bin ich aufgestanden. So, das Mikrofon einfach fallen lassen. Bumm. Okay, das kann ja jetzt eine Viertelstunde dauern. Meiner Meinung nach habe ich gewonnen. Genau. Mic drop. Oh, die Gegenseite redet. Ciao. Ich habe dann eingewendet, dass ja Tai auch die letzten 30 Jahre gegen die Zylonenkrieg geführt hat. Vielleicht wird es ihm ja zugunsten gehalten bei dir, Phil. Ich bin mir der Reaktion auch gar nicht sicher, wie er da reagieren würde, aber also ich glaube einfach nicht, dass man das als gesichert hinnehmen kann, dass er da Verständnis zeigt. Nö, aber wahrscheinlicher als rauswerfen. Also gesichert nehme ich also da auch nichts hin. Wir haben schon ein paar Mal gesehen, dass der ganz schön krass reagieren kann. Das wollte ich gerade sagen, wo du mich dann unterbrochen hast. Ich wollte gerade schön, sagen, dass wir so gut diskutieren können. Ja, debattieren nehme ich auch zurück. Wir sind beim Diskutieren. Ich wollte nämlich sagen, es fällt mir schwer, den einzuschätzen, weil er sich schon oft entgegen dem verhalten hat, was ich gedacht hätte, was er tut. Ja. Das war jetzt komplizierter ausgedrückt als das, was du vorher reingeworfen hast. Ja, also das Soldatendasein steckt halt auch einfach, glaube ich, sehr, sehr tief in ihm drin, dass es auf jeden Fall eine Möglichkeit ist. Aber wir werden ja sehen, was passiert. Vielleicht. Vielleicht ja, wir werden es ja auf jeden Fall sehen, was passiert. Wieso? Vielleicht erfährt es ja nie. Das, was passiert, werden wir sehen. Ach so. Andererseits wäre es natürlich verdammt verschenkt, wenn man diese Konfrontation in der Serie nicht zeigen würde. Ja, also gerade die Konfrontation zwischen Tai und Adama, das muss eigentlich schon passieren. Ja, oder wenn der Reveal gar nicht stattfinden würde und sie stolpern über die Erde und leben dann einfach ihr Leben, als wäre nichts gewesen. Das fände ich am enttäuschendsten. Ich bin ja gespannt, wer der letzte Zylon ist. So, Starbuck war ja eigentlich mein Kandidat. Also, das war ja in dieser einen Folge, wo die vier Zylonen revealed wurden, war das ja eigentlich ein logischer Plus. Aber es ist auch irgendwie so eben so logisch und so naheliegend, dass man denkt, na, das ist doch, also das weißt ist du, wenn man so denkt, das ist doch zu offensichtlich. Ja. Also weil ich da nicht besonders gut drin bin und ich ja weiß, wer es ist, will ich da einfach gar nichts dazu sagen. Es ist bestimmt nicht Kottel. Verdammt! Ich kann irgendwie, ich müsste mir mehr Gedanken darüber machen, aber mache ich bis zur nächsten Folge vielleicht mal. Wem ich das zuschreiben würde. Ja, mach das doch mal, genau. Hilo. Bis zur nächsten Folge, sehr gut. Mic drop. Was ich jetzt, also wie es jetzt eigentlich weitergehen würde, bevor wir jetzt noch zu der anderen Handlung kommen, wir reden schon wieder viel zu viele, aber das macht ja nichts, jetzt haben wir ein bisschen diskutiert. Genau. Oh Gott, ja, wir haben ja noch eine andere Handlung, genau. Scheiße. Was ich jetzt tatsächlich interessant finde, weil ich noch nicht weiß, wie das jetzt funktioniert und wie das jetzt weitergeht, sie haben ja jetzt die Six, die Three noch nicht aufgetaut, oder? Sie sind ja jetzt erstmal zurückgeflogen. Also, ja, aber die ist ja auch nicht auf den Basisstern eingetaucht, sondern... Das heißt, sie müssen jetzt wahrscheinlich die Galaktika erst um Hilfe bitten, damit sie dahin fliegen, wo Cavill sie beim letzten Mal verarscht hat. Weil die wollten ja mit ihm auch da schon mal hin. Genau. Ja. Zu dem Depot, oder wie hieß das? Was die ich Kolonie mir denken heißt. Könnte. Kolonie. Paket, genau. Die Paketstation. Das ist doch bestimmt ein ziemlich scharf bewachtes Ding, oder nicht? Vermutlich, wenn das die Kolonie ist. Dann ist das sowas wie den ihre Basis oder so. Genau, Babylon. Den ihre Basis. Den ihre seine Basis. Ja, wobei das ja auch halt immer so solche Sachen sind mit diesen Entfernungen, weil wir das heute schon mal hatten. Das ist ja immer so ein bisschen seltsam bei
Battlestar. Weil die ja auch irgendwie schon ewig lange unterwegs waren und dann wieder mal zurückgesprungen sind zu Caprica. Wobei, das hatten sie ja damit erklärt, dass dieser Raider, den Starbuck auf diesem Planeten geborgen hat, ja irgendwie einen besseren Antrieb hatte oder so. Ja, ja, aber es ist schon alles eher das, wir brauchen das jetzt so. Ja, genau. Dann können wir einfach plötzlich da wieder hinspringen, wo wir schon mal vor 3 Monaten waren oder so, ja. Wie die Bewegungen bei Game of Thrones. Aber, ja, also das sagen ja ganz viele, dass das jetzt auf einmal so wäre, dass die jetzt plötzlich so schnell sich bewegen. Finde ich überhaupt nicht. Also, ich frage mich eher, warum die 5 Staffeln lang durch die Wüste gelaufen sind und da nicht mal was passiert ist. Aber egal. Nicht gewusst, wo sie hingehen. Egal. Ja. Aber auch da, gell, Game of Thrones, da sind sie ja dann tatsächlich auch wieder zu diesem, durch die Wüste zu diesem Holzhaus da zurückgelaufen, wo die Pferdemenschen gelebt haben. Mhm. Egal. Gut, Battlestar. Nicht, dass wir hier noch was von Game of Thrones spoilern. Auf gar keinen. Die Serie ist viel zu neu für unseren Podcast. Ja. Ja, wir haben die eh noch nicht gesehen. Nicht? Ja, niemand von uns, die ist viel zu neu. Das stimmt. Ich wünschte, ich hätte die letzte Staffel nicht gesehen. B-Handlung. Das ist eine typische B-Handlung, finde ich. Ja, richtig. Es geht einfach um die Präsidentin, die sich ihrer letzten oder ihren letzten Behandlungen unterwirft, sozusagen. In der Hoffnung, dass noch irgendwas dabei rumkommt. Und gleichzeitig eine andere Patientin trifft auf der Krankenstation, die auch Krebs hat, aber der es noch viel schlechter geht, weil sie wahrscheinlich fortgeschritten ist. Genau. Es war der Start dieser Handlung geht ja auf der Colonial One los. Ja, und das war noch der interessanteste Teil. Mit Tori. Genau, mit Tori quatscht und man irgendwie, ich hatte den Eindruck, sie hat quasi so eine Clowns-Perücke, also so eine Glatzen-Perücke. Ja, das sah komisch aus, gell? Das war nicht. Die Glatze, die war nicht gut. Nee, die war. Ja, und die war auch nicht gut. Keine gute Maske, ja. Ja. Es war halt ein bisschen, sie sah ein bisschen Eierkopfmäßig aus. Ich habe auch an Mars Attacks denken müssen. Ja, aber das war eben der interessanteste Teil noch, fand ich, wo sie zu Tori. Ja. Ja, wie sie zu ihr sagt, so, ja, du warst ja irgendwie mal eine Zeit lang so ein bisschen, weil ich habe ja ganz schön viel Arbeit auf dir abgeladen. Aber in letzter Zeit bist du ja super drauf und es läuft ja alles mega. Tori so, ich bin ja auch in Ceylon jetzt. Ich hab's voll drauf. Und das fandest du das Interessanteste? Ja, das Gerede mit ihrer Patientenkollegin. Also ich weiß nicht, da habe ich nicht viel rausgezogen, außer das sind halt so, also ich will das nicht kleinreden. Das ist okay, dass Leute, die irgendwie eine tödliche Krankheit haben und kurz vorm Tod stehen, dann so Gespräche führen, aber ich fand das nicht interessant. Doch, ich fand das interessant. Ich fand vor allem dieses Zurückfallen auf ihre Mutter interessant. Und wo sie dann gesagt hat, dass das alles so schlimm war für sie und dass die andere Patientin dann quasi gesagt hat, dass das eigentlich ja nur ihre Perspektive war, dieses Schlimme. Das fand ich eine schöne Vergleich oder eine schöne Geschichte an der Stelle. Also ich fand das jetzt, klar, das hat nichts mit der Handlung zu tun, aber ich fand das alles nicht uninteressant. Auf der Krankenstation trägt sie dann ja so ein Kopftuch. Damit sie die schlechte Maske nicht zeigen muss. Ja, ich glaube, das haben die da schon begriffen, dass das vielleicht nicht die ganze Folge über funktioniert. Aber ich habe mich irgendwie dann mit den Hin- und Herwechseln zu dem Basisstern, irgendwie sah sie halt so, gab es so eine optische Analogie zu dem Hybriden, der da so liegt und stirbt und sie selber auch quasi. Mhm. Also auch mir ging es immer nur so, dass ich mir gewünscht habe, dass es wieder zurückgeht zur spannenden Handlung. Ich habe halt akustisch recht wenig verstanden von dem, was die beiden erzählt haben, weil die andere Patientin hört ja Balta-Radio.
Und der plappert die ganze Zeit vor sich hin und das will Roslyn ja auch mal ausmachen, ne? Weil es geht einem ja dann gleich viel besser. Und dann tickt die andere Patientin ja ziemlich aus und sagt, nein, ich will das hören. Ja. Und entschuldigt sich da gleich. Aber für ich fand halt das Bemerkenswerte an deren ganzen Szenen nachher diese geteilte Vision, den geteilten Traum, die geteilte Todeserscheinung, die die irgendwie hatten, oder das Todeserlebnis, wenn die ja beide auf diesem Schaufelraddampfer sind. Ja, aber für mich war das gar kein geteilter Traum, das sagen die zwar, aber wo war das denn ein geteilter Traum? Man sieht ja quasi nur... Sie waren beide da. Sie waren doch beide da. Aber das kann ja Roslyn auch alleine geträumt haben. Ja. Ja, aber sie interagieren, das war für mich halt schon ein bisschen so, ja, sie können beides, aber nur eine Person kann es geträumt haben, da hast du schon recht, aber weil sie ja beide Leute aus ihrer Vergangenheit wahrnehmen und sehen. Mhm. Ja, ja. Passt also für mich schon. Sie erzählt die andere übrigens, warum sagt ihr das eigentlich nicht, wer das ist? Muss ich das jetzt sagen? Ihr habt das doch das eben. Ist Nana Visitor. Nana. Die bekannt ist aus ihrer Rolle auf Deep Space Nine als erste Offizierin die Bajoranerin Kira Nerys. Genau. Seit der ersten Folge dabei. In Battlestar, in DS9. Battlestar, genau. Galactica, ja. Ja. Ich hab sie nicht erkannt. Mir kam sie zwar bekannt vor, aber ich habe sie da nicht erkannt. Ja, ging mir genauso. Hat halt keine Zacken auf der Nase gehabt. Hat vor der Folge irgendjemand hier offenbart und da ist es mir wie Pizza von den Augen gefallen. Ja, aber ich fand letztendlich, das war eigentlich eine ganz runde Hintergrundgeschichte. Die von der unbekannten Frau war ja letztendlich egal. Also in dem Traum sieht man ja sozusagen ihre Familie dann und davon hat sie vorher erzählt, klar. Aber dass man jetzt auch quasi von der Mutter von der Präsidentin nochmal erfährt, fand ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, das wurde ja vorher schon ein paar Mal thematisiert, dass ihre Mutter auch Krebs hatte. Aber dann wird es jetzt halt noch mathematisiert. Also ich fand das alles nicht uninteressant. Ja, okay. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sonst noch sagen soll. Musst du ja nicht. Ich wollte ich nur das letzte nicht so Wort haben. Viel zu denen zu sagen, außer dass Adama noch mal vorkommt. Aber auch nur für eine Umarmung. Und weil er traurig ist, dass er seine Leute in den Tod geschickt hat. Weil die kommen ja nicht zurück. Ja, da würde er sich noch wundern. Da würde er. Die kommen mit dem neuen Schiff zurück. Kannst die Nummer, die Anzahl der Lebenden wieder hochschrauben. Hm. Nee, kannst du nicht, die zählen ja keine Zylonen, ne? Und Gator sieht ja nicht so gut aus. Er ist zu drei Viertel Gliedmaßen noch in Ordnung. Und außerdem gab es noch andere, die tot waren. Wer hier war Gonzo? Ist Gonzo tot? Gonzo? Nee. Letzte Folge? Der eine Typ ist. Nee, der ist nicht gut. Der hat nur ordentlich eine. Ach so, aber die explodiert ist. Ah ja, die. Genau, die Marine-Frau. Sergeant? Messias, genau. Die ist auf jeden Fall draufgegangen. Na gut. Ich glaube, wir kommen zur Bewertung. Oder habt ihr noch irgendwie. Nee. Redebedarf. Nö. Ben heute auch sehr müde, ja, oder? Was? Ja. Ja. Ich überlege gerade, die letzte Folge war auch die, wo die ja mit To Be Continued geendet ist. Ja, ne? Genau. Ja. Die Meuterei. Und da ging es ja auch dann direkt weiter. Und die Meuterei war schnell vorbei. Boom. Boom. Bewertung. Oh. Ach, Ben. Also man hat es ja daran gesehen, wie wir darüber geredet haben, dass das Wichtigste oder die wichtigen Punkte dieser Folge ja eigentlich auf dem Basisstern passiert sind und zum Teil auf der Demetrius. Von daher, ich weiß gar nicht, was ich zu dem Adama-Präsidentin Teil sagen soll, weil der mir überhaupt nichts gegeben hat. Von daher lasse ich den einfach aus der Bewertung raus. Ansonsten. Nein, du kannst ihn ruhig negativ berücksichtigen. Ja, das habe ich letzte Folge auch gemacht. Ich werte dann einfach um 9 Punkte ab, wenn ich fertig bin. Okay. ich fand die Folge okay.
also es ist wieder so, wie beim, war das die letzte Folge, wo wir gesagt haben, dass man das auch in 10 Minuten hätte abhandeln können? Oder ja. War das die vorletzte? Ja, das beide. Die letzte. alle, die wir bisher besprochen haben. Nee, es war die letzte. Ich finde das hier tatsächlich ähnlich. Also vieles nicht passiert. Und den Inhalt der Folge hätte man auch als Teil einer anderen Folge bringen können. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die in der Staffel nicht genau wussten, wie sie die Anzahl der Folgen füllen sollten. Und das, was wir gesehen haben, war ganz nett. Aber wie gesagt, ich fand das für 40, 45 Minuten schon mal ein bisschen wenig Inhalt. Und von daher gibt es bei mir diesmal nur abwerten, 4 Punkte. Okay, dann muss ich da gleich mal dazwischen gehen, damit wir ein Gegengewicht haben. Aber du bist doch gar nicht dran. Nicht? Wieso denn nicht? Ich weiß nicht, habe ich jetzt nur so gesagt. Es ist doch alles möglich, bis auf Phil, der muss als Letzter. ich fand die Folge, die hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Also im Gegensatz zu der letzten, die ich ja nicht so, gar nicht toll fand. Und der vorletzten, die fand ich auch nicht so gut. Habe ich hier von Anfang an gedacht, oh, das macht wieder richtig Spaß, weil von Anfang an direkt Spannung da war. Durch das, was in der letzten Folge natürlich hinterlassen wurde, durch die Situation und wie das jetzt weiterging. Und es waren schöne Weltraumszenen dabei. Ich konnte der Handlung gut folgen, bis auf, dass ich Probleme mit meiner Videokassette hatte, mit meiner DVD hatte. Ich fand die wesentlich besser. Noch zu der B-Handlung, habe ich ja schon gesagt, fand ich jetzt auch nicht schlimm. Fand ich sogar schön. Man muss auch sagen, der deutsche Titel bezieht sich ja ganz eindeutig sogar auf die B-Handlung. Vordergründig. Und ich glaube, der deutsche Titel ist wieder besser als der, obwohl er ist natürlich nicht so sehr subtil, aber er hat auch, glaube ich, wieder so eine Doppeldeutigkeit. Das wobei, hat der Englische aber der auch. Englische aber auch hat, genau. Genau, kann man auch auf beides sehen. Also der Englische passt sogar ziemlich gut, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja. Also der passt ja auf Roslyn, der passt auf Starbuck, der passt auf Anders. Passt auf den Hybriden. Ja. Passt auf den Hybriden, ja. Ja, aber ich finde, der Deutsche passt ganz genauso gut. Ich fand die Folge endlich mal wieder besser als die letzten beiden und gebe ihr deswegen 4 Punkte. Nein, Quatsch. Genau, ich dachte, wir haben 4 Sterne. 8, genau. 4 Sterne gerne wieder. 8 Sterne. 8 Punkte. Punkt. Punkt. Blub. Wer will dagegen reden? Gegenrede, Phil. Nee, du darfst nicht. Ben muss. Quatsch, Jan. Aber ich hab doch gerade schon. Ich wollte mal gucken, ob es du, geht ja nur noch einer jetzt. Der Pfad ist vorbestimmt. Ja, Mario. Das passiert ja bei mir ja tausendfach. Haben wir überhaupt schon über 1000 Folgen aufgenommen? Stimmt. Wahrscheinlich. Nein. Garantiert. Nein. Ja. Mindestens. Nein. Wir haben vielleicht mal 230. Wir haben mehr als 230. Oh mein Gott, kann ich auch was zu dieser Folge sagen. 230 bis 250. Sorry. Ich muss sagen, ich nenne es jetzt auch mal B-Handlung oder einfach die Handlung auf dem Battlestar Galactica. Die wollte ich mehr mögen, als ich konnte. Vielleicht auch wegen den akustischen Schwierigkeiten, die ich hatte, aber es hat. Ich glaube, es wurde immer so eingefügt als Ruhepol gegenüber den doch sehr aufregenden und actionlastigen Sequenzen auf dem Basisstern und auch auf dem Hinflug dorthin. Nichtsdestotrotz hat mir die Handlung da viel besser gefallen, weil sie viel mehr vorangebracht hat und noch mehr Fragen aufgeworfen hat. Und sie hat endlich handfest mal vorangebracht, dass jetzt mit diesem Final Four bzw. Final Five jetzt zeitnah etwas passieren muss und auch schon einen Plan geliefert, dass eben die Xena aus der Box geholt wird. Wohingegen das mit Roslyn, das hat sehr, 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 keine Ahnung, transzendent und mehr dahin gegangen. Also sie sind immer dieser offenen Frage nach dem Leben und dem Tod nachgegangen und das hat mich, also es hätte mich vielleicht berühren sollen, hat es aber irgendwie nicht, deswegen muss ich auch gestehen, habe ich da ja nicht so viel verfolgt. Ich gebe der Folge 6 Punkte. Dann Phil.
Ja, also der Roslyn-Handlungsstrang hat mir einfach nichts gegeben. Das fand ich einfach langweilig. Der andere Handlungsstrang war dafür umso besser. Ich freue mich grundsätzlich immer, ein bisschen Zeit auf Basisstern zu verbringen, weil ich mag, wie es da aussieht. Die Beleuchtung und dass da ständig irgendwelche Datenströme simuliert werden, diese Kombination aus organischem und metallischem, finde ich, das sieht einfach immer gut aus. Diese Szene, wie die eine Six die andere Six umbringt, die fand ich unerwartet berührend. Allgemein, da waren viele gute Dinge. Diese kurzen Momente von Anders fand ich interessant, wie weit weg Starbuck gerade ist. Dieser coole Moment, wie der Basisstern zu Demetrius springt. Ich fand, das war spannend, das war gut inszeniert, das hat mich mitgerissen. Und deshalb reicht es in der Kombination trotzdem für 7 Punkte. Alles klar. Ich wollte noch irgendeinen Witz machen, aber ich habe ihn vergessen. Nicht so schlimm. Ist alles gut. Ach ja, ich muss jetzt noch irgendwie Zeit überbrücken, in der ich mir gleichzeitig letzte Worte überlege. Und? Du kannst ja überbrücken, indem du erstmal Ben anfangen lässt. Aber dann bin ich Zweiter und er weiß bestimmt schon eins. So ist das Spiel. Nee, das Risiko könntest du jetzt eingehen. Du bist eh Zweiter, weil du dich vor mich geschubst hast. Also. Richtig. Wer hast denn hier geschubst? Selber schuld. Das ist jetzt geschummelt. Halt, ja, gesetzt. Selbst schuld. Ben, letzte Worte. letzte Worte. Na, 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 na. Kira. Okay. Aha. Aha. Ja, dann sage ich Vorbote des Todes. Ich sag, greater good am Arsch. Was? Ich sage natürlich, und es ist überhaupt keine Frage, dass das Beste ist, Lingua Franca. Natürlich. 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 Freundin meines Kollegen heißt Franca. Franca Lingua? Franca Lingua? In Zungen reden, in Zungen reden. Ich rede in Zungen und sage auf Wiedersehen, macht's gut. Ich zunge beim Reden, ciao. Zünde. Wir haben jetzt 9.34 Uhr. Wie lange haben wir bitteschön über diese Folge geredet? Eine Stunde etwa. Nur? Haben wir echt erst um 8:30 angefangen? Nein. Nein. Danke. Nein. Wir haben jetzt eine Stunde 39, nein, verguckt. Wir haben jetzt schon 2 Stunden aufgenommen. Ich wollte gerade sagen. Und ich habe das Intro abgespielt bei Minute 36. Das heißt, wir haben eine Stunde und viel zu lange über diese Folge geredet. Ich glaube, wir haben 5 oder 8 angefangen. Ja, ich sag ja, das Intro begann bei 36 Minuten Aufnahme und wir sind jetzt bei 2 Stunden. Das ist dann eine Stunde und 20 knapp. Mal wieder länger als die eigentliche Folge. Seid ihr denn alle wieder gesund? Ja, ziemlich. Oh, oh. Oh, das klingt aber. Du hättest nicht fragen dürfen. Hab mich verschluckt. Klar. Am Tee. Mhm. Oh, wann ist denn deine Einweihungsparty? Weiß nicht. Ja. Aber können wir dann alle in dem 2 Meter breiten den Termin, schlafen? Wenn du Kisten schleppen helfen kannst, kann ich dir schon nennen. Ja, das kannst du mal sagen und dann kann ich schauen, ob ich da Zeit habe. Zum Nikolaustag. Am 6.12. Stellst du deine Stiefel vor die Tür. Ja. Kriegst dann direkt eine Abmahnung. Treppenhaus frei halten. Also mir würden ja so 1, 2 Frankfurter einfallen, die ich an deiner Stelle fragen würde. Ich beauftrage aber ein Umzugsunternehmen. Umso besser. Ja, dann kommen wir natürlich vorbei. Aber zahlt die Arbeit das, oder? Nee.
Nö, nö, nö. Ist ja kein. Ja, ich meine, ja, aber man könnte es ja so bullshitten, wenn du sagst, ey, ich ziehe näher an Köln. Ja, ran, das habe ich auch schon überlegt, ob ich das kann. Aber das, glaube ich, funktioniert nicht, weil mein Arbeitsplatz ist ja aktuell in Stuttgart. Und es gibt eigentlich keinen Grund. Aber du kannst es unabhängig davon als haushaltsnahe Dienstleistung in die Steuererklärung nehmen. Ach so, ja, sehr gut. Habe ich ja doch schon wieder was, wo ich sparen kann. Sparen durch Geld ausgeben. Das werde ich für nächstes Jahr. Darauf bestehen, dass du eine saubere Rechnung kriegst und dass du unbar bezahlst. Okay. Man muss überweisen. Mhm. Ich glaube, das habe ich gemacht. Obwohl. Oh, Moment, ich habe noch gar nicht bezahlt. Also das Finanzamt lässt sich eigentlich nie Überweisungsbelege zeigen, aber könnte sein. Eigentlich ist ja keine Sicherheit. Bisher haben die noch nie Belege von mir gewollt. Und warum reicht eine Rechnung nicht? Da ist doch die Mehrwertsteuer ausgewiesen, oder nicht? Ja, aber es geht auch darum, dass das Geld tatsächlich fließt und nicht einfach irgendeine Rechnung ausgestellt wird und dann tatsächlich andere Dinge passieren. Wir sollen so eine Entschuldigung akzeptieren. Anfang. Aber das ist eine dreiste Forderung, einfach die Entschuldigung zu akzeptieren. Uns einfach zu sagen, wir sollen anfangen. Was bildet er sich ein? Ja, das geht ja so nicht. Man bittet um Entschuldigung und dann wartet mal ab, was passiert. Keine Manieren, die Österreicher. Warte mal, ich habe die passende Antwort. Nein. Computer sagt nein. Bin jetzt gespannt, was kommt. Ach, jetzt, wo ist denn dieser Comic mit dem Apology Accepted, Captain Neda? Falsch abgespeichert. Also, ich kann euch empfehlen, wenn ihr mal einen Abend schlechte Stimmung haben wollt, euch den Joker anzugucken. Yay, das will ich. Ich nicht. Ich habe da auch Bock drauf. Ist der so schön deprimierend, wie Leute sagen. Ach, der ist schwer. Halt. Ich habe ja gehört, das soll ja ein Remake von Taxi Driver sein und da ich den schon total öde fand. Da ich den schon total öde fand, muss ich jetzt auch nicht noch den Film gucken. Das macht. Er macht sich Gott sei Dank kein Iro. Nein, der färbt sich die Haare grün. Alles mit Drive und Driver und so, irgendwann habe ich da was gegeben. Das stimmt doch überhaupt nicht. Der Hälfte von Drive hast du 5 Punkte gegeben. Stimmt. Da, wo er nur gedöven ist. Da, wo er gehämmert hat, da wurde es dir zu viel. Stimmt. Ja, ich mag noch unbedingt diesen Hammer-Film von Joaquin Phoenix gucken. Ich glaube, ich mache demnächst mal eine Joaquin Phoenix-Reihe. Ja, der ist mir auch durch die Lappen gegangen. Ich habe jetzt noch mal so schnell geguckt, rein und gehämmert. Raus aus den Kinos. Ja, ich glaube, den haben auch nicht viele Leute gesehen. Ich habe mir jetzt am Freitag noch mal Zodiac angeguckt. Ich dachte, dann wäre ich auch in schlechter Stimmung, aber irgendwie hatte ich den düsterer in Erinnerung. Hattest du nicht auch beim letzten Mal gesagt, der wäre doof? Nö, kann ich eigentlich nicht gewesen sein. Hm. Ich liebe David Fincher-Filme eigentlich. Einzige, den ich nicht gut finde, ist Alien 3. Und wann reden wir über den Star Wars Trailer? Du bist ein bisschen leise, Ben. Ja, ich bin auch sehr weit weg vom Mikro gerade. Hast du dich vom Mikro so distanziert wie vom Star Wars Trailer? Was? Wie kommst du denn jetzt auf dieses Thema? Das ist ja interessant. Ich habe heute schon zu Talat gemeint, ich habe überhaupt keine Ahnung, was dieser Trailer mir sagen will. Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Also es gibt so ein paar Szenen, die gefallen mir echt gut und dann gibt es wieder so ein paar Szenen, wo ich mir denke, Ja, mir auch, aber das ist einfach so random. Also gibt's, weißt du, es ist alles so zusammengewürfelt, ich habe null Ahnung, was da. Ist das nicht in einem Trailer normal, dass man da random Szenen reinpackt und nicht eine Story erzählt? Nee, also gibt es Trailer, die erzählen die ganze Story vom Film. Keine guten Trailer. Ja, das will ich aber auch nicht. B, dann gibt es Trailer, die vermitteln dir kein Gefühl von einem Film. Das ist diese Art von Trailer. Weißt du doch noch gar nicht. Das kannst du erst beurteilen, wenn du den Film kennst. Oh Gott, da auch einfach zusammengewürfelt. Ist ja immer J.J. Abrams, ne? Ja. Oh. Und C gibt es eben Trailer, die dir ein Gefühl für einen Film geben und du genau nuanciert die richtige Menge an Informationen bekommen hast. Das weißt du natürlich erst, nachdem du den Film gesehen hast, aber die dir halt Bock auf den Film machen. Und
Auch dieser Gruppe gehört dieser Trailer nicht. Wobei die guten Szenen machen schon Bock auf den Film, muss ich sagen. Wenn sie mit den Pferden über den Tod, ja, das zum Beispiel Sternzerstörung. Ich dachte heute so, Episode 1 begann mit Podracing, Episode 9 endet mit Horse Racing. Aber in Episode 8 war doch schon Horse Racing. Ja, das waren ja irgendwelche Dinge, aber das sind, glaube ich, wirklich Pferde. So. Dann habe ich es wohl wirklich nicht gesehen. Schau es dir an, die paar Sekunden hast du noch. Ja, muss ich ihn ja erst suchen und so. Den findest du bestimmt nicht schlimm. Aber wie gesagt, ein paar Szenen waren echt cool. Also gerade auch, als dieser Sternzerstörer aus dem Eis bricht, das sah auch schon ziemlich geil aus. Ja, aber weißt du, es ist halt nur noch, diese Szenen sind cool, ne? Das Visuelle ist cool, aber es gab da wenig, wo ich dachte, boah, was, das passiert? Sondern mir, boah, sieht das gut aus. Das Einzige, wo ich hoffe, das passiert, ist, dass Hayden Christensen als Force Ghost auftaucht. So wie in Episode 6. Ja, ich nachträglich reingeschnitten. Star Wars 9 Trailer. Aha. Also die Szene am Ende, wo dann der Imperator so von hinten über die Schulter gezeigt wird und anfängt zu lachen, das hatte schon Stimmung. Aber da dachte ich, ist der irgendwie mit ganz großen Schritten. Ist der irgendwie so ein Mecha-Imperator? Weil das sah so aus, als würde da irgendeine Mechanerie. Ja, habe ich auch gedacht, so Schläuche, die hinten aus ihm rauskommen oder so, dass der da vielleicht an irgendein Gerät angeschlossen ist, keine Ahnung. Ist ja nicht mehr der Jüngste. Ja, das stimmt. Aber die zerschlagen doch die beiden in dem Kampf, dieses Podest mit der Maske von Vader drauf, oder? Habe ich das falsch gesehen? Ich meine auch, es ist die Maske von Vader, aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Ja, aber dann haben es wir beide. Ja, sieht schon mal gut aus. Jan, je weniger große Überraschungen es im Trailer gibt, umso größer ist die Chance, dass du nicht schon zwei Drittel des Films einfach antizipieren kannst. Das finde ich ja ganz gut. Aber ja, ich freue mich ja auch immer über Trailer, die eher Atmosphäre vermitteln als Plot. Eben, ich weiß nicht, hast du meine Klassifikation? Nein, aber nicht da. Okay, es gibt für mich drei Arten von Trailer. Einer, die Art zurück. Trailer, die dir den ganzen Film im Trailer verrät. Das sind schlechte Trailer. Das sind so 80% aller Trailer. Genau. Dann gibt es Trailer, aber neuerer Filme vor allem, älterer Filme nicht. Dann gibt es Trailer, die vermitteln dir kein Gefühl vom Film, sind völlig zu wahllos Aneinanderreihung von Szenen aus dem Film, wo du nicht weißt, was soll das? Dazu gehört dieser Trailer. Und dann gibt es eben Trailer, die du meinst, die vermitteln ein Gefühl für den Film. Der Joker-Trailer. Bis genau zu der richtigen Stelle. Vom Trailer hätte ich jetzt gedacht, ja, ist halt ein normaler, düsterer Film. Und dann lese ich, Leute verlassen das Kino, weil er ihnen zu schwer ist. Wo ich dann denke, das kann ich verstehen. Also, weil der ist ein schwer ist ein gutes Wort. Der ist anstrengend. Ja, aber da freue ich mich. Oh, Lea lebt wieder. Den sollte man sich auf jeden Fall angucken. Wenn man allein, wenn du ein bisschen mit Joaquin Phoenix anfangen kannst, sehr viel. Dann musst du den Film sehen, weil der ist echt krass in dem Film. Ja, und ich hoffe, dass er ihm nicht zu nahe geht. Ja gut, ich meine, das ist jetzt passiert oder ist es nicht passiert, da kann man nichts mehr dran ändern. Aber er hat es auf jeden Fall wirklich, wirklich gut gemacht. Ja, ich fand ihn ja auch bei Walk the Line richtig gut. Ich mag den eigentlich immer. Ja, außer bei Signs fand ich ihn ein bisschen. Obwohl, er hat in den Film gepasst. Joaquin Phoenix. Wie viel Prozent habe ich denn von ihm gesehen? 8% habe ich gerade mal von seinen Filmen gesehen, laut Letterboxd. Moment mal, die sind außen auf einem Sternenzerstörer. Ja gut, du lockst ja auch noch nicht so lange. Aber ich glaube, die sind noch irgendwie innerhalb von diesem Eisbrocken, also weil da schwebt so viel Nebel drum. Ja, aber dieser Eisbrocken sieht aus, als würde der im All schweben. Ja, das ist nicht das All. Da drumherum ist so viel Mist. Nebel also. Hey, ich habe auch 8%, ja. Danke. Ja, aber es gibt Sachen, so Letterbox zählt ja so viel Scheiß, wie die Gladiator Strength of Honor, Creating the World of Gladiator. Weißt du, so ein Scheiß ist da bei der Filmografie drin, aber sowas will ich mir nie angucken. The Making of Brother Bear.
Nee. Ja, aber das sind ja auch Filme dabei, die ich gesehen habe, bevor ich Letterboxd genutzt habe. Und ich habe ja nicht alle Filme, die ich gesehen habe, da irgendwie nachgetragen. Bei mir war ich gar nicht. Ich hatte, U-Turn, das spielt ja mit. Da habe ich mir damals nur wegen der Sexszene mit Jennifer Lopez mit Jennifer angeguckt. Lopez, ja. Ja. Das ist der einzige Grund, warum ich mir U-Turn angeguckt habe. Ja. Ich bin mir auf jeden Fall ziemlich sicher. Ach so. Ja, du bist dass Mark Hamill gesagt hat, The Force will be with you am Ende. Ja. Das stimmt. Und Leia hat gesagt genau. Always. Ah, das wusste ich nicht. War das Leia? Okay. Aus ich dachte, das wäre Yoda. Always in Geschmack. Nee, warte, das war Top Hits. Igitt. Oh Gott. Always ist eine Frauenbinde. Also mir gefällt der Trailer ganz gut. Ja, du magst ja auch Filme mit Substanz nicht. Nein, das war nicht ernst gemeint. Aber das ist Mario. So, wir brechen das jetzt sofort ab. Der kann sich jetzt nicht wehren. Und den Iron Giant habe ich am Sonntag geguckt. Da war ich berührt. Ist ein schöner Film. Aber ich glaube, meine Freundin war berührter. Ich habe gestern eine Folge Magnum geguckt. Ui. Das hast du geschrieben. Ab und zu sollte man eine Folge Magnum gucken. Ja. Hast du bei einem Magnum gegessen? Nein. Das wäre schön gewesen. Ich glaube, ich werde jetzt mit deiner Freundin Paddington gucken, Jan. Mit Paddington. Ah, ja, ne, ach ja, Paddington. Ich habe gerade gedacht, das wäre Christopher Robin, aber da ist ja Winnie Pooh. Was ist denn Parasite? Der soll ganz großartig sein. Oh ja, 4,5 Sterne im Mittel. All die Vögel, denen ich folge, haben 4 oder mehr Sterne vergeben. Aber es sieht so unheimlich aus von dem Bild. Ich kann ja nicht viel mit Horrorfilmen anfangen. El Camino bringt es bestimmt nicht, wenn man Breaking Bad nicht gesehen hat. Das ist richtig. Dann bringt dir das überhaupt nichts. Das ist nämlich kein besonders spannender Film. Der ist nur schön, wenn du Breaking Bad gesehen hast. Das ist doch so ein Netflix-Film, oder? Gut, dann mir den. Ja. Muss ich auch nicht sehen. Aber es ja, weil dann bedeutet dir das alles nichts, was da passiert, weil dir das Gewicht hinter dem fehlt. Oh, ich habe Mindhunter angefangen zu gucken. Großartig. Was hast du angefangen? Mindhunter. Ja, wollte ich ja auch schon mal anfangen. Sagt mir irgendwas. Netflix-Serie. Eine David Fincher-Serie über. Ah, wo er diesen Bombenleger. Nee, wo die FBI-Agenten im Knast so einen Serienmörder interviewen und währenddessen halt auch Serienkiller. Ja, Fälle ich verwechsel Mindhunter immer mit Manhunt. Ja. Manhunt kenne ich nicht. Manhunt Unabomber. Und ich hab's. Es gibt doch auch irgendwie so eine True Crime-Serie, wo pro Staffel irgendwie so ein wahres Verbrechen behandelt wird. Ich dachte, das wäre Mindhunter, aber das ist das gar nicht. Nicht, dass ich wüsste. Aber es spielt halt zu dieser Zeit, Ende 60er, 70er. Reden da immer auch von Charles Manson und so. Es gibt eine neue Staffel von Peaky Blinders. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist Amazon, oder? Nee, das ist Netflix auch. Und ich mag halt alles, was so in den 20er Jahren spielt. Das einfach immer, weil ich mag diese. Also ich bin froh, dass ich zu dieser Zeit nicht leben musste, aber ich guck mir gerne Sachen an, die da spielen. Das spielt in Irland, oder? Ja, also hauptsächlich um Birmingham rum. Okay. Aber die kommen auch mal nach Irland. Okay. Und auf Amazon Prime gibt es jetzt gerade wieder Lock, wo man 1,5 Stunden Tom Hardy im Auto sitzen sehen kann. Oh, das könnte ich mir nochmal angucken. Den mag ich, den Film. Den fand ich sehr gut. Das ist ein sehr toller Film. Ich überlege gerade, ob ich den mit meiner Freundin geguckt habe. Keine Ahnung. Aber es ist auch, war eben am Freitag bei ihr in Köln in der Wohnung und sie war noch unterwegs und dann habe ich halt Zodiac über Netflix geguckt. Aber diese ganzen, ich glaube, ich habe damit die komplette vorgeschlagene Filme durcheinander gebracht.
also ich hink da ja Jahrzehnte hinterher. Ich gucke ja DS9 gerade. Ja. Zum ersten Mal von vorn nach hinten. Und da hast du sie jetzt sofort erkannt. Am Sonntag die erste Folge der vierten Staffel geguckt, wo auf einmal super heftig Beef mit den Klingonen losbricht. Und da geht die Serie ja sowas von ab. Wenn die ganze vierte Staffel und alles Kommende so ist, Donnerwetter. Aber keine Ahnung, wer von euch sich an DS9 noch erinnert. Also ich habe jetzt gerade kürzlich an DS9 gedacht, als ich die aktuelle Battlestar Galactica-Folge gesehen habe. Weil aber Nock auch sein Bein verloren hat. Nicht. Nein, weil die Patientin, weil das Bein? Ich weiß nicht, wie die heißt, aber die hat bei DS9 dauerhaft mitgespielt. Okay. Die Krebspatientin. Echt? Ja, das war. Ach, die bei der Präsidentin im Zimmer liegt. Ja. Das war die. Ich kann mir ja keinen Namen nennen. Kirana Visitor. Ja, genau, Kira. Echt? Ach, echt? Mir kam sie auch bekannt vor. Die kam mir so latent bekannt vor. Und das ist Kira. Kira Nerys. Kira Nightingale. Kira Knightley. Knightley, genau. Nightingale. Woher kenne ich denn auch Nightingale? Aus irgendeinem Spiel bestimmt. Ja, die mit den komischen Dingern auf der Nase. Ja. Ja. Nana Visitor. Ich finde immer den Schauspielernamen viel lustig. Das kannst du ja gleich als Funfact sagen, dass das Vornamen Kira ist. Nana. Ja, It 2 habe ich jetzt auch nicht gesehen. Hm. Obwohl ich extra It 1 geguckt habe. Ich auch nicht, aber der wird bestimmt auch irgendwann zu Netflix oder Amazon kommen. Ja, aber dann habe ich ja It 1 schon wieder vergessen. Obwohl, eigentlich kennt man es. Das kaufen die dann bestimmt im Doppelpack ein. Meinst du? Ja, wäre ja irgendwie nicht ganz doof. Aber ich habe auch schon oft gehört, dass es nicht so gut sein sollte, das It 2. Nicht, dass das jetzt ein Hinderungsgrund wäre, dass sie einkaufen. Ja, und wird jetzt für mich, also ich werde mir den trotzdem. Und anziehen. Außerdem hat Mario ihm 4 Sterne gegeben. 4,5. Also? Ich werde ihn mir trotzdem ansehen. Was ist denn jetzt eigentlich? Warten wir auch auf den Jungen oder fangen wir an? Nö. Das sind ja noch 2 Minuten. Das Klang zögert sich das ja. Genau, wir haben noch. Nö, ich glaube, 20 Uhr ist auch schon durch. Ja, so, ja, dann fangen wir jetzt an. Aber ich muss noch meine Stimme mit, was frisst der Wolf? Kreide, oder? Ja, um zu klingen wie eine Ziege. Kreide und Gras. Sagen. Nein, wie die Großmutter, nicht wie eine Ziege. Ja, die Großmutter ist eine Ziege. Ah, hä? Ich glaube, wir bringen gerade 2 Märchen durcheinander. Aber bei Rotkäppchen macht er den Trick auch? Weiß ich nicht, ich dachte nur bei Rotkäppchen. Bei den 7 Zicklein macht er das auch. Damit sie die Tür aufmachen. Wieso nehmen die auch für beides einen Wolf? Hätten wir nicht für einen Fuchs nehmen können. Nein, der Fuchs hat doch gar nicht die Charakteristika in einem Märchen. Der Fuchs ist schlau und neutral, würde ich sagen. Oder neutral gut. Ich würde schon sagen, chaotisch, neutral, böse. In diesem Neuner-Krit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ich weiß nie, wer wozu zählen würde. Außer Superhelden. Die sind irgendwie gut, aber chaotisch. Weil die bekämpfen einen Superschurken und bringen dabei, weiß nicht, 3 Dutzend Zivilisten um. Nun gut, Battlestar Galactica, wie schaut's aus? Ja, meine Stimme noch halt. Muss. Dann frisst die Kreide. Ja. Diese Letterbox-Statistiken sind irgendwie deprimierend. Ich habe ja keine. Ich muss, glaube ich, mal. Ja, das ist auch gar nicht. Weißt du, dann steht da, du guckst 2,5 Filme pro Woche. Was mache ich mit meinem Leben? Und ich gucke ja auch noch relativ viele Serien, die da nicht drin auftauchen. Also es gibt ja Pro, das bist du, und dann gibt es noch Patron, das ist zum Beispiel Tim. Sind das unterschiedliche Abstufungen? Bestimmt. Der hat bestimmt mehr bezahlt als ich. Letterbox Pricing. Dann gibt es Leute, die sind total bekannt, haben 1000 Follower und sind überhaupt nichts.
haben einfach nur einen freien Account. Aber die bringen, glaube ich, genug, dass sie da sind. Letterbox Magic Subscription. Ich glaube, das ist was anderes. Jetzt sind wir schon eine Minute drüber. Letterbox D Pricing. Hallo, hallo. Warum eigentlich das D? Warum heißt das Letterbox D? Letterboxed. Die haben sich das E eingespart, weil sie nicht genug Zeichen hatten. Ja, aber... Ach, keine Ahnung. Schreib ihnen eine E-Mail und frag sie. Sag, du machst nur einen Pro-Account, wenn sie dir erklären, warum sie Letterboxd heißen. Es gibt, glaube ich, die bei Pro No Third-Party-Ads. Ich habe noch nie Ads dabei gesehen. Ah, Patronen sind 49 Dollar für ein Jahr. Auf meinem Handy doch nicht. Ich habe die normale App. So, also in der App habe ich doch keinen Adblocker. Nee, da habe ich auch keine Werbung in der App. Gibt sie auch in der App nicht. Pro sind es 19 für ein Jahr und Patron 49 für ein Jahr. Dann weißt du, warum ich Pro bin. Das ist ja auch nicht so viel, 49 für ein Jahr. Aber die Sachen läppern sich, ne? Ich bin bis heute noch Internetprovider in meiner alten Wohnung. Was? Aber das, ja, ich habe das noch nicht auf meinen Nachmieter umgemietet, aber ich habe irgendwie aus Skrupel das zu machen, weil der Typ aus gesundheitlichen Gründen aus seinem alten Job ausgeschieden ist und nicht wirklich gerade viel Geld hat. Und irgendwie habe ich dann gedacht, ich bezahle ihm so lange, wie ich will, noch das Internet. Ohne dass du ihn kanntest? Ja, ich kenne ihn nicht wirklich. Aber ich weiß, es gibt manche Menschen, die sind dir von direkt sehr sympathisch. Und ich habe ihm auch die Wohnung quasi vermittelt. Also ich habe meinem Vermieter gesagt, der Typ ist gut. Und ach so, das ist ja jetzt, du warst ja, ich dachte, das wäre die Wohnung, wo du quasi rausgeschmissen wurdest. Das war Nee, das wäre die nächste Wohnung. In der Wohnung, wo ich rausgeschmissen wurde, da bin ich noch nicht mal Besen reingegangen. Da habe ich gesagt, so, das reicht, ciao. Und es sah aus wie, ja, als wäre halt, wie gesagt, 6 Jahre nicht hinterm Schrank geputzt geworden. Was es auch nicht wurde. Nee, in meiner Wohnung danach, wo ich den Vermieter sehr mag. Und deswegen war es mir auch sehr wichtig, dass da jemand einzieht, der mir sympathisch ist. Und dann hat er mir von seiner Geschichte erzählt. Und dann kommt halt dazu, dass man aktiv sein muss, um Sachen zu kündigen oder auf seinen Nachmieter umzumieten. Deswegen und darüber lieber weiter. Und darüber hinaus habe ich halt gedacht, wenn es mir gerade noch nicht wehtut, ach, vielleicht bin ich auch einfach nur doof. Sollen wir anfangen? Jetzt, sonst denke ich darüber noch mehr nach. Ja, mir ist gerade noch aufgefallen, dass mein... Deine Stimme? Nee. Dein Stuhl? Nee. Deine Stimmung? Die auch. Dass mein Computer, auf den ich ausgewichen bin, weil ich ja das Betriebssystem geupdatet hatte auf meinem Hauptrechner und dann das Aufnahmetool abgestürzt ist, ja inzwischen auch das neue Betriebssystem hat. Ich hätte gar nicht mehr ausweichen brauchen. Aber es ist auch nicht mehr Beta, vielleicht stürzt es ja nicht ab. Das hoffen wir alle. So say we all. Die heißt ja wirklich Visitor. Ja, sage ich doch. Mit Vornamen Nana. Ah, krass, die ist auch schon 1957 geboren. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, naja, also mittlerweile sind einfach die Leute, die du in deiner Jugend in irgendwelchen Erwachsenenrollen gesehen hast. Also, weil du bist ja selber auch. Und so. Ja, das weiter. Alt. Lautet alt. Wow. Aber die ist ja ungefähr so alt wie der Riker. Das hätte ich nicht gedacht. Der ist doch auch Ende 50 geboren. Ich hätte jetzt gedacht, die ist irgendwie 10 Jahre jünger. Das hat bestimmt die Hörner auf der Nase gemacht. Ja. Ja, die machen jung. Wir gucken das ja auf dem 16:9 Fernseher und ich glaube, damals hatten die eher 4:3.
Die sind alle ein bisschen in die Breite gezogen. Dann ach, die war mit Dings verheiratet hier, mit mit Dr. Bashir. Oh. Nein, mit Alexander Siddig. Warte. Genau. Ist eigentlich nicht so schwer. Ja, nachdem er seinen Namen geändert hat. Ja, natürlich, aber das kann man ja auch einfach dankend annehmen. Wer ist denn Dr. Bashir? Der Doktor aus Deep Space Nine. Hatte der nicht irgendeinen arabischen Namen? Ja, am Anfang. Ja, aber er hat auch gemerkt, internationales Publikum. Ah. Der macht es so wie die Chinesen. Der heißt einfach John Smith. Okay. Richtig. Von heute an bin ich bekannt und den Namen. John Smith. Mareike. Und ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Mareike Amado. Verdammt. Können wir jetzt anfangen? Mhm. In a world